Herzlich willkommen zu einem weiteren Q&A-Video, bei dem ich eure Fragen beantworte. Und über die Feiertage hinweg, ich hoffe, ihr hattet alle angenehme Feiertage, haben sich diverse Posteingänge gefüllt. Also es ist wieder ein bunter Blumenstrauß an Fragen zusammengekommen. Und deshalb möchte ich keine Zeit verlieren und direkt beginnen, denn das ist allerhand. Und das wird einige Zeit dauern, bis ich das alles sozusagen beantwortet habe. Die erste Frage kommt von Christian. Und er fragt: Woran hakt es bei Leroy Sané und den Bayern? Passt Sané nicht ins Team, die Taktik, oder ist er einfach außer Form? Und was könnte Flick machen, um Sané zu stärken? Interessante erste Frage, weil natürlich die ganze Situation rund um Leroy Sané in den Medien, insgesamt natürlich auch bei vielen Fans, eine große Rolle spielt. Und die Verpflichtung von Sané war immer mit einem gewissen Risiko verbunden, weil Sané eben nicht dieser Außenstürmer-Typ ist wie Serge Gnabry und auch wie Kingsley Coman. Man könnte sagen, Coman ist eher noch dieser Isolationsstürmer wie Sané. Also vielleicht etwas ähnlicher als Gnabry, der ganz anders ausgerichtet ist. Trotzdem, Sané ist ein anderer Spielertyp als die bisherigen Außenstürmer. Was meine ich mit Isolationsstürmer, by the way? Damit meine ich jemand, der gerne nicht unbedingt in diesen ja sehr bevölkerten Zonen sich aufhält, sondern jemand, der gerne auf der Außenbahn ist, mehr isoliert von den anderen ins 1 gegen 1 geht. Bei Manchester City hatte er gerade in einer Saison, als er häufig eben weit weg vom Geschehen war, dann angespielt wurde und dann ins 1 gegen 1, 1 gegen 2 gehen konnte, da hatte er seinen größten Erfolg. Bei den Bayern ist das etwas anders. Da gibt es diese Situation seltener. Ja, wie Gnabry, der sich eher gerne ins Getümmel stürzt, der eher noch tororientierter ist als Sané, der hat da mehr Erfolg. Coman ist auch jemand, der gerne das 1 gegen 1 auf den Außenbahnen sucht, also so ist es nicht. Trotzdem, Sané lebt noch einmal mehr davon und das Problem bei ihm ist, wenn er diese Situation nicht findet auf der Außenbahn, dann ist er nicht sehr nützlich für sein Team. Und genau das passiert aktuell. Das heißt also, er hat ansonsten wenig Impact auf das Spiel der Bayern. Ist die Frage, was kann Flick tun? Er könnte natürlich das Spiel anpassen, wie es Guardiola zum Teil gemacht hat. Die Frage ist, ob er das wirklich tun möchte. Die Frage ist, ob das überhaupt bei den Bayern der Fall sein kann. Die Bayern sind selten eine Mannschaft, die sich auf einen Spieler ausrichtet, sondern die an sich versucht, als ganzes Konstrukt besser zu funktionieren. Deswegen weiß ich nicht, ob unbedingt dann Flick brachiale Änderungen macht wegen Sané. Also da bestehen gewisse Fragezeichen und deshalb wäre ich da weiterhin skeptisch, was jetzt die nächste Zeit betrifft. Ein Pluspunkt oder etwas, das für Sané spricht, natürlich, er ist ein herausragender Individualist, hat also großes Talent und das ist erstmal das, was vielen Sané-Fans Hoffnung machen sollte, dass er sich am Ende trotzdem bei den Bayern durchsetzen kann. Trotzdem, der Transfer war mit einem gewissen Risiko verbunden und man sieht auch warum. Das hat sich jetzt doch auch unter Beweis gestellt. Und einfach zu sagen, der kommt, der ist gut, der ist hochtalentiert, der wird auf alle Fälle bei den Bayern sofort Erfolg haben. Genauso darf man eben nicht an derartige Verpflichtungen und Transfers herangehen. Denn das ist alles etwas komplexer, gerade auf diesem Niveau natürlich. Kommen wir zur nächsten Frage. Christian hat nämlich noch eine gestellt. Es gab ein paar, die mehrere Fragen gestellt haben. Ist vollkommen in Ordnung. Ich habe manchmal auch ein paar Fragen zusammengelegt. Heißt also, sehr ähnlich geartete Fragen, da beantworte ich dann eine und nicht mehrere. Ich hoffe, keiner ist mir böse, aber es gab doch einige, die sehr ähnliche Sachen gefragt haben. Und ja, dann wäre das eher etwas repetitiv, wenn ich das dann immer wieder beantworten würde. Christian fragt zudem noch: Welcher Trainer würde gut zur aktuellen Mannschaft von Dortmund passen? Einmal gesetzt den Fall, der BVB hätte unendlich Geld und unendlich Renommee und der entsprechende Trainer wäre gegebenenfalls wechselwillig. Heißt also, das ist eine Utopie, wenn man so möchte. Der BVB könnte jeden Trainer dieser Welt verpflichten. Es wäre egal, Geld spielt keine Rolle. Und auch alles andere nicht, vertragliche Situationen etc. etc. Dann würde ich sagen, man sollte auf einen alten Bekannten setzen, Jürgen Klopp. Der wäre der perfekte Trainer in dem Fall. Erstens wäre er natürlich von seiner Art her nicht nur zwischenmenschlich, sondern auch von seiner Art her als Taktiker, als Stratege, als Denker sehr gut zum BVB passen würde. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass er natürlich
natürlich unter Beweis gestellt hat, dass er einer der besten Trainer der Welt ist. Und auch seine Art, diese sehr gute Balance zwischen Tempo-Fußball und gleichzeitig doch auch stärkerem Ballbesitz-Fußball, würde aus meiner Sicht sehr gut zum BVB passen. Der BVB ist weder eine klassische Kontermannschaft, noch ist es eine klassische Ballbesitzmannschaft. Also dieser Mittelweg, den Klopp auch bei Liverpool zum Teil bestreitet, würde sehr gut zum BVB passen. Zudem könnte man natürlich auch einiges jetzt kopieren aus der Liverpool-Zeit oder aus den aktuellen Spielzeiten von Liverpool. Denn auch der BVB hat mehrere starke Individualisten vorn, einige laufstarke Mittelfeldspieler, die sehr gut diese Verbindungen schaffen können. Also auch das lässt sich dann vielleicht ganz gut kopieren, denn auch Klopp hat sich ja weiterentwickelt und hat bei Liverpool gewisse Dinge gemacht, die er beim BVB noch nicht gemacht hat. Heißt also, da wäre vielleicht auch eine ganz gute Symbiose quasi da. So gesehen, Jürgen Klopp wäre es, dass er zum BVB kommt. Aktuell eher unwahrscheinlich, aber man soll ja niemals nie sagen, wer weiß, was noch passiert. Irgendwann. Okay. Nächste Frage kommt von MS. Er fragt, wie ist Tuchels Zeit bei PSG zu bewerten und was erhofft man sich von Pochettino bzw. Allegri? Ja, schwierig jetzt eine Gesamtanalyse oder eine Gesamtbewertung der Zeit von Tuchel vorzunehmen, weil sie doch sehr vor allem bergauf und bergab geprägt war. Allerdings, vor nicht allzu langer Zeit stand Paris im Champions League-Finale. Ist das nicht eigentlich schon Beweis genug, dass die Arbeit doch ganz gut war? Und wenn wir uns zurückerinnern, im August, da war PSG, weiß ich nicht, zweitbeste Mannschaft, zeitweilig vielleicht sogar die beste Mannschaft Europas, wenn man sich das Halbfinale anschaut. In jedem Fall war PSG ganz oben in Europa mit dabei. Und das war ja das Ziel und das ist das Ziel des Vereins. Französische Meisterschaften zu gewinnen, alles gut. Aber am Ende geht es darum, in Europa oben mitzuspielen und das hat Tuchel erreicht. Was er natürlich nicht erreicht hat, ist der Mannschaft, dem Verein, seinen Stempel aufzudrücken. Also er war am Ende häufig doch eher Passagier und nicht unbedingt jetzt jemand, der das Schiff gelenkt hat. Also er war nicht unbedingt der Kapitän. Es wirkte oft so, als wäre Tuchel nicht komplett in Kontrolle. Und das ist der große Knackpunkt bei PSG und aus meiner Sicht auch der nächste Trainer, auch wenn jemand wie Allegri kommt beispielsweise, eher vielleicht Pochettino, aber wenn einer dieser beiden kommt mit einem gewissen Renommee, trotzdem werden die auch Probleme haben. Denn am Ende wollen die viel Kontrolle haben, die wollen eine gewisse Autorität haben und diese Autorität nicht ständig untergraben haben. Und genau das passiert ja in Paris doch recht häufig. Deswegen weiß ich nicht, was man sich von denen am Ende verspricht. Am Ende geht es eher um strukturelle Probleme bei Paris. Die beiden Trainer können sicherlich im Training und so weiter ihr Ding durchziehen, mehr oder weniger. Das große Problem ist wirklich, dass sie eben, obwohl sie große Namen sind, eben nicht in absoluter Kontrolle sind in diesem Verein. Und das ist ein riesiges Problem. Und das sind die auch nicht unbedingt gewohnt. Ja, also Pochettino war in Tottenham weitestgehend in Kontrolle, lange Zeit. Ja, und konnte viele Dinge bestimmen und man hat auf ihn gehört. Und genau das ist in Paris nicht unbedingt der Fall. Zumindest kann man nicht davon ausgehen. Ich denke, sie wollen jemanden haben, der vielleicht noch einen größeren Namen hat als Thomas Tuchel. Und das wäre mit beiden dann erreicht. Und vielleicht erhoffen sie sich auch, dass ein Trainer kommt, der einen großen Namen hat, dass der dann vielleicht auch den einen oder anderen Star noch etwas besser zügeln kann oder etwas besser dann auch steuern kann. Aber das ist ein großes Fragezeichen dahinter. Nächste Frage kommt von Tobit. Wäre Pavard nicht eigentlich perfekt für die halbverteidigerartige Rolle von Süle in den letzten beiden Spielen gewesen? Und hätte man diese Umstellung nicht schon früher machen können, als man sah, dass er nicht an die Komplettheit der letzten Saison rankommt? Und dann zweite Frage gibt es auch noch. Und was führt zu Musiala statt Rocca aktuell bei den Bayern? Also zwei Bayern-Fragen. Ja, ich glaube, was die Bayern immer noch wollen von Pavard, ist ja einen Rechtsverteidiger zu haben, der diese Balance sehr gut halten kann. Ähnlich wie er es ja in der französischen Nationalmannschaft getan hat. Bei der letzten Weltmeisterschaft. Bei den letzten Turnieren insgesamt. Das heißt also, mit Pavard hätte man diesen Balance-Spieler.
die ja auch ein bisschen das abfedert, diese sehr forsche Art eben eines Alphonso Davies. Deshalb, glaube ich, Pavard auf der Rechtsverteidigerposition funktioniert schon. Und man wollte die Rechtsverteidigerposition ja auch nicht ändern. Also das, was jetzt Süle spielt, war nicht unbedingt geplant. Denn erinnern wir uns, Serginho Dest war der Wunschspieler für die Rechtsverteidigerposition, weil wahrscheinlich auch eben Pavard häufiger mal zentral spielen sollte. Und Dest ist ein klassischer Rechtsverteidiger, der flügellastig ist, der auf der Außenbahn spielt, der über die Außenbahn kommt, der Tempo macht nach vorn. Das heißt, der wäre vielleicht nicht unbedingt dieser Balance-Spieler, aber er wäre ein klassischer Rechtsverteidiger. Das, was jetzt Süle spielt, ist eine neue Lösung, die Flick jetzt findet aktuell, weil er mit dem, was er zuletzt gesehen hat, nicht unbedingt zufrieden ist, weil er sich auch versucht, Alternativen zu schaffen. Saar, ich glaube, der hat bisher nicht so überzeugt. Spielt sich auch eine Rolle, auch in den Überlegungen, wie man weiter vorgehen möchte. Das heißt also, ja, aus meiner Sicht ist das aktuell eher eine Art Notlösung. Müssen wir schauen, wie sich das weiterentwickelt. Pavard ist trotzdem immer noch aus meiner Sicht derjenige, der dann längerfristig auf der Rechtsverteidigerposition spielen sollte, bis man vielleicht mal jemand anders holt, bis man vielleicht so jemanden wie Dest dann hat. Und dann kann man Pavard auch nach innen ziehen, was auch wichtig wird, weil wenn Alaba geht, wenn Boateng geht, haben zwei Innenverteidiger verloren. Es gibt gewisse Fragezeichen bei Süle. Das heißt also natürlich, Pavard sollte dann schon häufiger innen spielen. Hätte man beispielsweise Pavard und Lucas in der Innenverteidigung, wäre es natürlich eine sehr mobile, agile Innenverteidigung. Das sind vielleicht die Pläne für die Zukunft bei den Bayern. Warum Musiala statt Rocker? Ich glaube nicht, dass die in direkter Konkurrenz stehen. Rocker, wenn er einen Platz möchte im Bayern-Mittelfeld, dann muss er sich gegen andere durchsetzen, gegen Martinez, Tolisso und so weiter, die muss er verdrängen. Musiala kam ja rein, weil Musiala eben diese Verbindung nach vorn schaffen kann. Ist nicht unbedingt ein sehr guter Passspieler, aber jemand, der mit viel Tempo reingehen kann, der eben auch durch Dribblings die gegnerische Defensive bedrohen kann. Das heißt, das ist ja eigentlich der Grund, warum Musiala jetzt plötzlich im zentralen Mittelfeld eingesetzt wird. Rocker kommt tiefer, spielt tiefer, verteilt die Bälle von hinten raus. Das macht Musiala nicht oder sollte Musiala nicht tun, weil er nicht dieses Passspiel dafür hat. Das Problem für Rocker ist, dass die Thiago-Rolle mehr oder weniger eliminiert wurde. Und an sich wäre Rocker eben der, der die Thiago-Rolle hätte übernehmen können. Bisschen anders natürlich ausgefüllt, aber an sich wäre das eben die Möglichkeit gewesen für Rocker. Diese Rolle wurde eliminiert, weil Kimmich und Goretzka die 1A-Besetzung im zentralen Mittelfeld wäre. Gut, dann kommen Verletzungen zu und so weiter und so weiter. Das ist alles bekannt. Trotzdem, es gibt nicht unbedingt diese Rolle für Rocker. Und ich glaube auch, dass man ihn vielleicht defensiv nicht so viel zutraut und dann auf jemanden wie Martinez zum Beispiel häufiger setzt, der ja eigentlich schon auf dem Weg nach Bilbao war. Gut, aber der immer noch da ist und der trotz seiner, ja, Entwicklungen in den letzten Jahren, also dass er sich natürlich nicht unbedingt weiterentwickelt hat, sondern ein bisschen älter geworden ist und nicht mehr ganz so dieser dominante Spieler sein kann, der trotzdem noch diese defensive Übersicht hat und auch diese defensive Präsenz. Und deshalb ist Martinez da vielleicht noch jemand, der dann Rocker vorgezogen wird. Wie gesagt, ich sehe aber jetzt auch nicht unbedingt, Rocker kann immer natürlich noch mehr Einsatzminuten dann bekommen. Ich sehe nur nicht unbedingt Rocker und Musiala in direkter Konkurrenz. Die nächste Frage, SV04. Glaubst du, Christian Groß kann Schalke 04 noch einmal umkrempeln? Für welchen Fußball steht er? Die Frage kam mehrfach, was macht Groß, warum kommt Groß, was möchte Schalke mit Groß? Ich kann die Frage am Ende nicht ganz genau beantworten, warum jetzt gerade Christian Groß kam. Jemand Mitte 60, die letzten Stationen bei Al-Ahli in Ägypten und so weiter. Also vielleicht hat jemand Al-Ahli zuletzt gesehen, dann gerne kann er da Informationen natürlich gerne mit der Öffentlichkeit teilen. Aber ich glaube, dass man hier einfach auch jemanden setzt und der Trainermarkt ist relativ dünn und jetzt nach Manuel Baum wieder einen vom deutschen Trainermarkt zu holen, der einen ähnliche Reputation hat wie Manuel Baum. Ich weiß nicht, ob das unbedingt dann so die Lösung gewesen wäre. Die Alternative war, jemanden zu holen mit einem großen Erfahrungsschatz, der verfügbar wäre, der sich das auch antut. Nein, nicht jeder möchte aktuell zu Schalke. Und der vielleicht dann hier und da die Mannschaft wieder in die Spur bringen kann. Ich weiß nicht, ob das klappen wird. Für was steht Christian Groß als Trainer? Wie gesagt, die letzten Jahre, keine Ahnung, also
die letzten Jahre oder die letzten Stationen, bei denen er noch im Auge der Öffentlichkeit war, der europäischen Öffentlichkeit, mitteleuropäischen Öffentlichkeit, wenn man so möchte. Bei den Young Boys Bern, das war 2010, 2011, 2012, ist also schon längere Zeit her, bei Stuttgart damals, war er schon eher ein offensiv denkenderer Trainer, aber jetzt auch nicht jemand, der da aus der Masse absolut herausstach. Deshalb bin ich ein bisschen vorsichtig, jetzt da ein abschließendes Urteil zu bilden. Es wäre aus meiner Sicht wichtig, dass Schalke versucht, jemanden zu haben oder dass Christian Groß jetzt versucht, mehr noch eben auch auf die Offensive zu setzen. Denn Schalke, sicherlich defensiv gibt es einige Probleme, aber vor allem bei eigenem Ballbesitz fehlt es eben noch an dieser gewissen Dominanz. Und Schalke muss mehr Dominanz ausstrahlen. Ansonsten sind sie gegen jedes Team hintertreffen, weil sie ganz einfach selten Druck ausüben auf den Gegner. Weder gegen den Ball noch mit Ball. Und das macht dann viele Partien so einseitig. Selbst wenn Schalke Ballbesitz hat, üben sie wenig Druck aus. Das ist ein großes Problem. Obwohl ich sagen muss, die letzten Partien unter Manuel Baum, hier und da war das gar nicht so schlecht. Also ich habe die Verbesserungen oder die Ansätze sogar gesehen. Jetzt wurde er trotzdem entlassen, weil natürlich die Ergebnisse nicht gestimmt haben. Und Schalke auf dem Weg ist, den Bundesliga-Negativrekord einzustellen mit 31 sieglosen Spielen. Also so gesehen, ja, mal sehen, ob Christian Groß das noch verhindern kann jetzt Anfang Januar. Aber insgesamt, es wirkt etwas wie eine Verzweiflungstat, kann sich ja natürlich als großer Coup herausstellen. Bei Schalke ist einfach auch der Fall, dass man hat mittlerweile, so makaber es klingt, mag nicht mehr ganz so viel zu verlieren. Man ist Letzter, man wird mehr oder weniger schon abgeschrieben von vielen. Also versucht man einfach mal noch was zu holen und vielleicht ist Christian Groß dann der richtige Mann, aber ich habe so meine Bedenken. Ich denke, er kommt vor allem als Persönlichkeit und weniger jetzt als großartiger Stratege, der jetzt da für großen Umbruch sorgen kann. Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Hier BVB, wie bewertest du die bisherigen BVB-Auftritte unter Edin Terzic? An sich halte ich vom Trainer viel. Ich glaube, er ist einer, der ein gutes Auge hat für Spielerrollen, ein gutes Auge hat für Talente, der auch ein guter Kommunikator ist, ein cooler Typ einfach. Das ist auch nicht so unwichtig aus meiner Sicht. Die bisherigen Auftritte, man hat gesehen, dass dieser Umbruch jetzt nicht so schnell vonstatten gehen kann, wenn er ihn überhaupt als Umbruch definieren möchte, wenn der BVB überhaupt einen Umbruch braucht. Man will sich ein bisschen lösen von dem, was Favre gemacht hat in diesem sehr risikolosen Spiel. Absolut richtig. Bisher ist das noch nicht so gelungen, aber man muss, glaube ich, da auch tatsächlich noch ein bisschen mehr Zeit geben und dann schauen, was er mit der Mannschaft anstellen kann. Es ging jetzt alles sehr schnell. Er war ja selbst Co-Trainer von Favre, also es ist ja nicht so, dass er jetzt ganz frisch reinkam und einfach dann der neue Mann ist und direkt für neuen Wind sorgt, sondern es ist schon nochmal ein bisschen was anderes, wenn er schon länger da war und jetzt eben versucht, mit der Mannschaft dann auch ja, die Kehrtwende hinzubekommen. Man muss ja dazu sagen, die Zahlen an sich, die Werte Dortmunds unter Favre waren nicht schlecht. Das heißt also, es ist nicht unbedingt so, dass nun alles geändert werden muss. Es ist einfach nur so, dass Dortmund etwas zu lange den Ball gehalten hat in der eigenen Hälfte, zu selten in die Offensivräume reinkam und sich deshalb auch selbst so ein bisschen in die Bredouille gebracht hat häufiger. Das heißt, es muss ein bisschen mehr Risiko gegangen werden. Und da will ich aber sagen, abschließende Bewertung, ganz, ganz schwierig. Nach ein paar mehr Partien, ja, und dann kann man auch schauen, wie sich die Mannschaft weiterentwickelt. Was wichtig ist aus meiner Sicht, die Mannschaft hat jetzt keine Ausrede mehr, die kann jetzt nicht mit dem Finger auf den Trainer zeigen. Das funktioniert nicht mehr. Das ist eine Tendenz, die in Dortmund teilweise vorherrscht, dass die Mannschaft gerne mal mit dem Finger auf den Trainer zeigt und sagt, der ist dafür verantwortlich. Aktuell schwierig und in den nächsten Wochen auch. Kommen wir zur nächsten Frage. Schwerti fragt, wie erklärst du dir die schwankenden Leistungen von Gladbach in dieser Halbserie? Welche Leistungsträger werden deiner Meinung nach den Verein verlassen? Und unabhängig davon, auf welchen Positionen müssen sie sich verstärken und gegebenenfalls mit wem? Also wieder so ein kompakter Block an Fragen zu Gladbach. Und es gab einige, die so ein bisschen gefragt haben, was ist bei Gladbach los? Warum sind die nicht so stark jetzt in dieser Halbserie, wenn man es so bezeichnen möchte, also in diesen ersten 13 Spieltagen gewesen? Wobei, wenn man natürlich die Champions League mit einem berechnet, war das ja gar keine schlechte Halbserie für Gladbach. Immerhin auch gerade in der Champions League hat man ja doch für einige Furore gesorgt.
Nun, ich glaube, Gladbach hat ein, erstmal einen Spielstil, der ein bisschen auch dafür sorgt, dass man natürlich hier und da mal schwankende Leistung hat. Das heißt, nicht immer so stark ist. Das ist Punkt 1, wobei das ein übergeordnetes Problem ist. Darüber hinaus, ich glaube, das hat dann doch sich auch bemerkbar gemacht zuletzt. Gladbach war defensiv nicht so stark, weil das Mittelfeld, das zentrale Mittelfeld, nicht diese Präsenz hatte. Also man braucht da für die Spielweise teilweise doch schon zwei sehr präsente Abfangjäger im Zentrum. Und die hat man nicht immer. Gladbach wechselt viel durch, muss auch viel durchwechseln. Der Zeitplan, der Terminplan ist sehr, sehr eng. Also da hat sich so eine gewisse Lücke oder eine gewisse Schwachstelle aufgetan. Und zudem, und das folgt ein bisschen daraus, zudem verteidigt Gladbach eben dann in der eigenen Hälfte Schnittstellenpässe, so Pässe durch die letzte Linie nicht so gut. Also da sind sie auch statistisch gesehen eher unter den schlechteren Teams der Liga. Und die Folge, das ist eine Folge daraus, dass man eben im Mittelfeld da nicht so viel Präsenz hat, die Angriffe nicht so gut stoppen kann, nicht so gut stören kann und dann kommen die Gegner und können durch die Schnittstellen hindurch spielen. Also das ist ein bisschen was Gladbach aktuell ja auch behindert oder zumindest dafür sorgt, dass die Mannschaft hier und da nicht so stabil wirkt und dann eben auch mehr Gegentore kassiert. Darüber hinaus, wer könnte den Verein verlassen? Das ist jetzt reine Spekulation. Natürlich jemand wie Zakaria hatte jetzt Verletzungsprobleme, ist jetzt noch nicht wieder in der Stammformation. Aber jemand wie er steht weiterhin auf den Scouting-Listen, auf den Beobachtungslisten vieler Vereine. Und könnte natürlich jemand sein, der dann vielleicht den Verein verlässt. Ansonsten, ja, Spieler, die vielleicht nicht ganz so diese starke Bindung mit Gladbach haben, die aber natürlich in Europa schon auch einen Namen gemacht haben, also wie Thuram beispielsweise. Das sind aus meiner Sicht Spieler, Elvedi vielleicht, also solche Spieler, die eventuell nochmal den Schritt machen nach England oder woanders hin und sagen, okay, Gladbach war jetzt eine super Zeit, ich mache jetzt den nächsten Schritt. Und die auch einen gewissen Marktwert einfach haben in anderen Ligen. Und da zähle ich jemanden wie Thuram dazu, Zakaria auf alle Fälle. Und vielleicht auch am Ende jemand wie Neuhaus. Wer weiß, vielleicht ist jemand wie Neuhaus auch jemand für die Bayern. Wäre interessant, aus meiner Sicht. Nicht ausgeschlossen. Nicht ausgeschlossen, dass Neuhaus vielleicht mal bei einem Verein wie den Bayern landet. Wie müsste Gladbach holen? Nur noch gefragt, aus meiner Sicht, was ich schon gesagt habe, vielleicht so einen weiträumigen, sehr physischen, laufstarken Mittelfeldspieler, einen weiteren, vielleicht um auch Christoph Kramer dann ein bisschen zu ersetzen langsam. Also das wäre jemand, da müsste man Ausschau halten, da gibt es auch einige Kandidaten dann in der Bundesliga. Ansonsten auch jemand, der vielleicht noch eine gewisse Spielstärke mitbringt, also ein Florian Krilitsch zum Beispiel, so jemand, um jetzt mal einfach mal einen Namen reinzuschmeißen. Okay, das ist einfach mal so ein Beispiel. Es wäre vielleicht auch interessant, jemanden wie ihn zu holen. Also ich glaube, im Zentrum, man ist da relativ breit aufgestellt. Aber wie gesagt, Zakaria hat jetzt nicht so die große Rolle gespielt. Neuhaus kann nicht alles tun. Also da, aus meiner Sicht, könnte man nochmal nachrüsten. Ansonsten die Linksverteidigerposition ist eine, wo Gladbach eventuell nachrüsten sollte. Und das Wort nachrüsten ist schrecklich. Okay, wo man vielleicht über andere oder über neue Spieler nachdenken könnte. Lazaro, klar, kann da spielen. Finde ich aber ein bisschen weiter vorne oder auf der rechten Seite an sich noch ein bisschen wichtiger und effektiver. Ben Sabaini, interessanter Spieler, hat ein bisschen diesen Chaos-Faktor, hat ein bisschen diese Instabilität, wenn man so möchte, in seinem Spiel. Deshalb weiß ich nicht, ob er unbedingt auf der linken Außenverteidigerposition spielen sollte oder auf der linken Flügelverteidigerposition, sondern eher dann vielleicht ein bisschen auch zentraler. Deshalb aus meiner Sicht, das wäre noch eine Position, wo Gladbach nachrüsten könnte. Ansonsten ist die Mannschaft sehr breit aufgestellt. Das heißt also, in dem Moment, wo Gladbach nachrüstet, neue Spieler verpflichtet, in dem Moment wäre es natürlich schon wichtig, auch darüber nachzudenken, von wem man sich dann trennt. Weil ansonsten ist der Kader zu aufgebläht und ich glaube, das möchte man am Ende auch nicht haben. Jetzt kommen wir zu den nächsten Fragen. Erwin fragt, woran liegt es, dass Hoffenheim dieses Jahr in der Liga nicht in Schwung kommt? Das möchte ich ein bisschen kürzer abhandeln. Es gab einige Ausfälle, die sicherlich eine Rolle gespielt haben. Das Gegenpressing der Mannschaft nicht so stark. Das heißt also, nach Ballverlusten ist Hoffenheim immer wieder anfällig. Da fehlt die Kompaktheit. Darüber hinaus gibt es immer weniger
Spieler, die einen Unterschied ausmachen können in Hoffenheim. Klar, Kramaric gibt's, aber ansonsten, es gibt nicht so viele da, aus meiner Sicht. Man hat über die Jahre doch den einen oder anderen verloren. Und darüber hinaus, Sebastian Hoeneß, ich habe ihn ja bei der zweiten Mannschaft des FC Bayern, beziehungsweise eben in seiner Bayern-Karriere, meine ich jetzt, schon auch beobachtet hier und da. Ich weiß nicht ganz genau, für was er steht. Also ich weiß nicht, was er für ein Trainer am Ende ist. Deshalb auch hier bei Hoffenheim, er hat der Mannschaft noch nicht seinen Stempel aufgedrückt. Also deshalb, ich glaube, das kann auch ein Problem sein, weil diese Mannschaft Hoffenheim lebt schon davon, dass auch ein Trainer da ist mit einer sehr, sehr, sehr deutlichen Vorstellung von dem, was er machen möchte. Denn rein von der individuellen Qualität her ist Hoffenheim eine Mannschaft fürs Mittelfeld. Und deshalb an sich sind sie genau da, wo sie jetzt aktuell auch hingehören, aus meiner Sicht. Okay. Nächste Frage. Wie erklärst du dir den Aufschwung von Union Berlin, vor allem durch die guten Ergebnisse gegen den BVB und Bayern? Da kann ich nochmal hinweisen natürlich auf das Video, das ich zu Union Berlin gemacht habe, kürzlich erst, und auch ein bisschen erkläre, was Union Berlin ausmacht, auch den Philosophiewechsel von Union unter Urs Fischer jetzt in dieser Saison, also wo es doch auch mehr um konstruktives Spiel geht. Max Kruse sicherlich natürlich eine große Rolle, aber insgesamt auch die Spieler fügen sich sehr gut ein in diese neue Philosophie. Marvin Friedrich, Robin Knoche, Andrich, die Spieler sind auch voll mit drin, verfolgen die Philosophie von Fischer sehr, sehr, sehr stark mit. Also das heißt, Union hat komplett diesen Turnaround geschafft, sich eben mehr jetzt auf auch offensive Stärken zu besinnen und nicht diese verteidigende Mannschaft zu sein, die einfach nur den Ball dann lang nach vorn schlägt. Und wenn wir uns die Zahlen anschauen, Union ist nicht aus purem Glück ganz weit oben, sondern auch, weil sie wirklich sehr gut performt haben. Und deshalb glaube ich, dass wir damit rechnen können, dass Union weiter da oben bleibt. Nicht zu vergessen, schauen wir uns die letzten Partien an. Kruse hat sich verletzt und trotzdem war Union weiter so stark. Klar, andere Partien, das war eine andere Dynamik. Aber gerade gegen die Bayern, ein sehr starker Auftritt. Und das hat damit zu tun, dass es eben nicht nur darum geht, dass man jetzt mit großen, krassen Individualisten hat, sondern da geht es auch darum, dass insgesamt die Mannschaft eine andere Philosophie verfolgt und alle mit am Strang ziehen. Das ist wichtig. Und deshalb Union ein sehr gutes Beispiel, wie man sich von einem potenziellen Abstiegskandidaten oder unteren Mittelfeldteam dann aus eigener Kraft und ohne jetzt großartige Einkäufe zu tätigen, nach oben hangeln kann. Denn wie gesagt, Kruse war ein Faktor in dieser Hinrunde, in dieser verkürzten Hinrunde, aber er war nicht alles entscheidend. Kommen wir zur nächsten Frage, wieder von Erwin. Wie sieht dein Wunschkader bzw. deine Wunschformation für Deutschland bei einer möglichen EM 2021 aus? Finde ich sehr gut, dass da mögliche EM steht. Wir wissen ja nicht, wer weiß, was 2021 passiert. Möchte ich auch kurz machen. Ich habe jetzt nicht unbedingt diese ganz überraschende Aufstellung da. Neuer wird im Tor stehen. Wie gesagt, wäre auch nicht unglücklich, wenn es Ter Stegen wird, aber Neuer steht aktuell im Tor. Und dann Viererkette, Klostermann, Süle und Hummels wäre jetzt für mich die erste Wahl momentan. Könnte es sich noch ändern, je nachdem, was passiert. Zum Beispiel mit Antonio Rüdiger. Und dann ein Linksverteidiger. Sucht euch einen aus. Bürgert einen ein, keine Ahnung. Dann Kimmich und Kroos ist aktuell noch die beste Doppel-6. Davor so eine Art Doppel-10 mit Havertz und Thomas Müller. Und davor ein Doppelsturm mit Serge Gnabry und Timo Werner. Das wäre jetzt aus meiner Sicht erstmal die beste Besetzung, die man so wählen kann. Darüber hinaus natürlich Goretzka könnte eine große Rolle spielen. Julian Brandt kann eine Rolle spielen. Sané. Moukoko vielleicht, wer weiß, für den Sturm, warum nicht, wenn er sich jetzt beweist. Das wäre auch noch interessante Option. Dahoud eventuell, auch nicht unwichtig. Gündoğan, also das heißt da gerade so im Mittelfeld, im Offensivbereich, gibt es doch einige Varianten und Optionen. Per Linksverteidigerposition, ja, es gibt jetzt nicht so die offensichtliche Option, aber ja, da müsste vielleicht dann jemand wie Halstenberg dann spielen. Das wäre vielleicht die vernünftigste Variante, die mir jetzt einfallen würde. Also insgesamt ist das so ein bisschen wert. Das ist meine Stammformation, mein erweiterter Stammkader, wenn ich jetzt Bundestrainer wäre. Glücklicherweise bin ich nicht Bundestrainer, denn der Job ist nicht unbedingt dankbar. Kommen wir zur nächsten Frage. Von Tim. Warum ist Pep Guardiola mit City nie so dominant wie mit Bayern und Barca?
einfach, er hat seine Philosophie ja auch ein bisschen geändert. Also als er nach England gekommen ist, hat er schon gemerkt, er muss die Philosophie ändern. Er hat auch einen anderen Kader gehabt. Ein bisschen einen Kader, der mehr auf geradliniges Spiel ausgerichtet war. Also ein bisschen englischeres Spiel auch. Hat gemerkt, dass das Tempo sehr hoch ist in der Premier League. Und daran kann auch Guardiola nichts ändern. Also er kann nicht künstlich das Tempo rausnehmen. Und deshalb hat er auch den Stil auch geändert. Ich habe das vorhin schon erwähnt mit Sané, der mehr in diese Isolationssituation kam, der also ein bisschen abseits der Mannschaft agiert hat. Das wäre ja in anderen Zeiten nicht unbedingt denkbar gewesen, abgesehen vielleicht von Messi, aber selbst der war stärker integriert und sollte auch viel in den zentralen Räumen auftauchen. Sané war ein bisschen isoliert teilweise und andere Spieler auch hier und da. Und er hat wirklich auch, also Guardiola hat wirklich mehr auf dieses geradlinige Spiel dann ab einem gewissen Punkt gesetzt. Und deshalb ist natürlich die Mannschaft nicht so dominant. Sie kommen ein bisschen mehr über die Athletik, sie kommen ein bisschen mehr über Physis und Tempo. Und das war bei Bayern und Barca anders. Er hat einfach seinen Ansatz geändert, hat ihn ein bisschen an England angepasst. Und das ist vollkommen okay. Vollkommen okay. Dass er jetzt nicht unbedingt jede Meisterschaft gewinnt, liegt auch daran, dass mit Liverpool ein sehr starker Konkurrent daneben ist. Und der Konkurrent teilweise überlegen ist vielleicht, oder zumindest auf Augenhöhe ist. Die fehlende Dominanz macht sich natürlich dann defensiv bemerkbar. Die Abwehrkette ist individuell nicht so stark, bekommt nicht so die Absicherung, bekommt nicht so die Unterstützung aus dem Mittelfeld und deshalb ist dann auch City anfälliger insgesamt. Macht sich dann in Europa gerade auch bemerkbar, aber auch selbst in der Liga zum Teil. Also das ist so meine kurze Erklärung, warum es da ein bisschen anders aussieht, warum City ein bisschen anders spielt unter Guardiola, als nach Bayern und Barca unter Guardiola gespielt haben. Nächste Frage kommt von Ballzirkulation. Schafft Mikel Arteta bei Arsenal noch die Wende? Und wie bewertest du die sportliche Entwicklung der Gunners in dieser Saison? Also die sportliche Entwicklung ist jetzt eher nicht so gut. Das ist ein Hot Take gewesen. Der Tabellenplatz sagt vieles aus. Ich sehe auch nicht die Entwicklung unbedingt und ich traue auch Arteta, Sieg gegen Chelsea hin oder her, nicht so viel zu. Ich muss sagen, er hat hier und da sehr erratische Entscheidungen getroffen. Zum Beispiel dieser Flankenfußball und derartige Dinge, das wirkt jetzt nicht so, wie wenn jemand einen langfristigen Plan verfolgt. Das wirkt eher so einer, der sich hier und da was Neues ausdenkt und versucht, irgendwas zu erreichen. Das ist aus meiner Sicht nicht das, was Arsenal braucht. Darüber hinaus muss ich auch sagen, die Mannschaft, der Kader überzeugt mich jetzt nicht. Also wenn ich den Kader mir ansehe, ist es für mich kein Kader, der nun, weiß Gott, wie besser ist wie Leicester City zum Beispiel oder selbst wie Wolverhampton. Also das heißt, die Mannschaft von der Qualität her ist jetzt nicht so weit über diesen Verfolgern der Top 6, der Big 6, angesiedelt. Arsenal ist also im Vergleich zu den Big 6 eindeutig die schlechteste Mannschaft, zumindest was die Qualität betrifft. Mal ganz abgesehen davon, was dann die Leistung auf dem Rasen betrifft, da kann man sich jetzt noch drüber streiten. Aber Arsenal hat einfach nicht so diesen Kader und Arteta ist keiner, der das nun rumreißen kann. Es ist interessant auch zu sehen, weil er doch auch bei Guardiola in die Schule gegangen ist, wenn man so möchte, und sich doch das eine oder andere abschauen konnte. Natürlich auch versucht, ein bisschen seine eigene Philosophie zu entwickeln, aber die ist noch nicht so sichtbar und wie schon gesagt, manches wirkte sehr erratisch zuletzt und das ist nie ein gutes Zeichen, vor allem bei einem jüngeren, unerfahrenen Trainer. Und insgesamt natürlich Lampard, Arteta, Solskjaer, also diese Ex-Profis, die jetzt reinkommen, die jetzt reinrutschen und bei Vereinen, bei denen sie zum Teil auch waren, als Spieler aktiv waren, jetzt da versuchen, auch als Trainer sich zu beweisen und nicht unbedingt diesen großartigen Erfolg haben. Darüber hinaus, wir können nach Italien schauen, wo es auch einige Ex-Spieler gibt, die jetzt nun zuletzt nicht unbedingt so erfolgreich waren oder auch mit einigen Problemen zu kämpfen haben. Das ist vielleicht nochmal auch ein Thema für eine weitere Ausgabe später. Denn ich sehe da schon einen gewissen Trend und der Trend ist nicht unbedingt positiv für jene Ex-Spieler, die sie jetzt auf dem ganz oberen Niveau beweisen sollen. Vielleicht wäre es manchmal besser, ein bisschen weiter unten anzufangen. Auch wenn man ein ehemaliger Champions-League-Sieger ist, muss man ja nicht unbedingt immer ganz oben anfangen. Ballzirkulation hat eine weitere Frage noch gestellt. Welcher Verein könnte zu Thomas Tuchel passen? Könntest du dir TT als Nationaltrainer vorstellen?
Ja, vorstellen könnte ich mir TT schon als Nationaltrainer, ob er das unbedingt möchte. Der Nationaltrainer-Job ist ein besonderer und nicht unbedingt einer, der jetzt unbedingt so heiß begehrt ist momentan. Zumal eben doch viele Trainer diesen Rhythmus wollen. Jede Woche ein, zwei, drei Spiele, ständige Trainings, ständige Weiterentwicklung der Mannschaft, auch das Involviertsein im Verein mit den Transfers, mit der Akademie, mit den Scouts und so weiter. Also man ist ja da als Trainer mittlerweile bei vielen Vereinen schon auch Manager. Also diese Managerrolle, die Arsene Wenger zum Beispiel bei Arsenal lange hatte, andere Trainer übernehmen die jetzt auch sehr gerne. Das war jetzt bei Tuchel in Paris nicht unbedingt der Fall, war der Leonardo und okay, das war sicherlich eine interessante Beziehung, die ja dann doch auch kurz vor der Weihnachtszeit in die Brüche gegangen ist, endgültig in die Brüche gegangen ist. Aber darüber hinaus, Tuchel ist aus meiner Sicht auch jemand, der erst einmal jetzt in dieser Phase seiner Karriere doch vielleicht eher noch bei einem Verein auch ein bisschen mehr Einfluss haben möchte, als eben zuletzt bei Paris. Welcher Verein könnte zu ihm passen? Also es ist ja doch auch so, dass Tuchel damit liebäugelt, nach England zu gehen und dann kommt natürlich nur einer der Top-Vereine in Frage. Everton vielleicht noch als ein Verein, der quasi unter den Verfolgern ist, wenn man so möchte, also längerfristig betrachtet unter den ärgsten Verfolgern der Big Six. Gerade über Arsenal gesprochen, wo sich vielleicht was tun könnte. Aus meiner Sicht aber der Verein, zu dem Tuchel gut passen würde, wäre Chelsea. Aus zwei Gründen. Erstens, der Kader würde auch zu seiner Spielphilosophie ganz gut passen. Die Offensivspieler würden sehr gut zu seiner Spielphilosophie vor allem passen und er könnte bei denen vielleicht auch ein bisschen dominanter auftreten, als das jetzt unter Lampard der Fall ist. Und darüber hinaus glaube ich, dass der Verein Chelsea ganz gut zu Tuchel passt. Chelsea ist ein ambitionierter Top-Verein, aber einer, der trotzdem nicht diese absolute Reputation eines Weltvereins hat, sondern einer, der so ein reicher, mittelgroßer Londoner Verein mit großen Ambitionen, mit Geldgeber, auch mit Interessenten aus dem Ausland und so weiter. Also da gibt es sicherlich auch Möglichkeiten, aber es ist nicht dieser Nummer 1 Verein in England. Und selbst in London könnte man sich darüber streiten, wer die Nummer 1 ist in London. Das könnte ganz gut zu Tuchel passen. Ich glaube, da in so einer Umgebung funktioniert Tuchel am besten. Also so gesehen, vielleicht ist es dann Chelsea, ich weiß nicht, vielleicht wird es ein ganz anderer Verein. Das wäre jetzt einfach mal so mein Tipp. Kommen wir zur nächsten Frage. Prake Maria fragt, die meisten europäischen Großstädte haben zwei Spitzenmannschaften in ihren jeweiligen Ligen. Und als Beispiel eben Man City und Man United, Real und Atletico und so weiter. Nur die deutsche Liga macht eine Ausnahme unter den Top 5 Ligen. Warum? Ich bin mir gar nicht sicher, dass die deutsche Liga, also die Bundesliga, eine Ausnahme da macht. Also in Frankreich gibt es beispielsweise nur Paris. Nur Olympique Marseille, nur Olympique Lyon, also die Großstädte haben da an sich nur einen Top-Verein oder einen etablierten Verein in der ersten Liga. Also abgesehen, ob man jemand hochrutscht und dergleichen, aber an sich nur einen etablierten Verein. Und in England, London hat sehr viele Vereine, Manchester hat zwei, Birmingham, ja, Birmingham City und Aston Villa, aber Birmingham City ist aktuell ein Zweitligaverein, relativ lange auch eher eine Fahrstuhlmannschaft als was anderes, wenn überhaupt. Also das heißt, die zweitgrößte Stadt auch da hat maximal Aston Villa. Ja, und in Deutschland, ich meine, es gibt immer die Frage, warum hat Berlin keine absolute Spitzenmannschaft? Und gibt es ganz verschiedene Faktoren. Man kann genauso fragen, warum hat Düsseldorf, eine der wohlhabendsten Städte in Deutschland, mit Fortuna ja keine Spitzenmannschaft in der Bundesliga, nicht mal eine etablierte Bundesligamannschaft. München hatte zeitweilig ja zwei Teams, unter Haring teilweise sogar drei Teams in der Bundesliga oder in den oberen in Top 25 Deutschlands, mittlerweile eben nur noch die Bayern. Auch teilweise durch Fehlmanagement. Hamburg hat zwei Teams, beide aktuell in der zweiten Liga, beide auch zeitweilig mal in der ersten Liga. Das Ruhrgebiet, wenn man es mal als riesige Stadt bezeichnen möchte. Ich weiß, das hören jetzt sehr viele Dortmunder und Bochumer und Gelsenkirchener nicht, vielleicht nicht unbedingt so gerne, aber wenn man mal sagt, okay, da gibt es natürlich auch einige Vereine, das ist ja doch alles sehr zusammengewachsen. Berlin hat jetzt kein Spitzenteam. Gibt es verschiedene Faktoren. Erstmal die deutsche Geschichte. Berlin war nun mal isoliert und hat sich, das war einfach also ein bisschen schwierig, da auch aus meiner Sicht einen Verein aufzubauen im Berliner Sektor, in West-Berlin, wenn man so möchte. Deshalb auch das sicherlich ein Faktor.
Und jetzt in den vergangenen 20 Jahren, ja, Hertha hat viele Fehlentscheidungen getroffen, das spielt auch eine Rolle. Fußball ist nicht diese Nummer 1 Sportart in der Hauptstadt, wie es in anderen Städten der Fall ist. Es gibt andere Sportarten, die da relativ stark konkurrieren können in Berlin. Also das ist mehr so, das ist nicht unbedingt evidenzbasiert, aber man sieht es doch schon, also auch Eishockey und Basketball haben eine größere Rolle in Berlin. Also es ist nicht diese Fußballstadt wie vielleicht München, das, wo doch Fußball die absolute Nummer 1 ist. Oder wie im Ruhrgebiet, wo natürlich in einer Stadt wie Dortmund ist Fußball die absolute Nummer 1. Ja, also es gibt so viele Faktoren. Ich würde nicht sagen, dass da jetzt Deutschland eine Ausnahme macht. Also vielleicht eine Rolle, die natürlich auch noch ein Grund, der auch noch mit dafür verantwortlich ist, dass in Deutschland es alles ein bisschen zerstreuter ist, ist auch einfach, dass Deutschland eine hohe Dichte an mittelgroßen Städten hat. Eine höhere Dichte als andere Länder in Europa. Also auch das spielt eine Rolle neben der Historie und allem anderen oder neben der unmittelbaren Historie. Auch die längere, langfristige Historie Deutschlands spielt auf alle Fälle eine Rolle. Die Territorialität spielt auf alle Fälle eine Rolle. Ja, das sind also so Faktoren. Ansonsten, wie gesagt, also selbst in England ist es nicht unbedingt so der Fall. Selbst London ist sehr zentral. Das ist ja auch nochmal ein interessanter Unterschied zwischen Frankreich und England. Ja? Also in Frankreich ist der Zentralismus stärker. Paris hat aber nur eine Mannschaft, die ja noch nicht mal so lange so etabliert ist in der ersten Liga. PSG ist ja auch nicht mal so alt als Verein. Darüber hinaus aber die Städte spielen eine sehr, sehr große Rolle in Frankreich. Auch politisch sind die Städte sehr, sehr wichtig. Und alle Großstädte haben dann ihren einen Verein in der Regel. Also Bordeaux, Toulouse, Lyon, Marseille, Paris und so weiter. In England ein bisschen anders. Der Fußball wirkt sehr zentralistisch. Oder so, also ich meine, es gibt Manchester, ja, auch historisch bedingt, auch so als fast schon wie eine Hauptstadt des Nordens. Liverpool daneben mit zwei Teams. Birmingham als große Stadt auf dem Mittelweg Richtung London. Wie gesagt, hat nicht so diese Top-Vereine. London wiederum hat ständig zig Vereine in der ersten Liga. Also denkt man eigentlich, es wäre ein bisschen anders, aber rein politisch gesehen ist England sehe ich auch ein bisschen zentralistisch, weil London so eine große Rolle spielt, aber auch nicht nur. Also das heißt, es gibt so viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Das ist relativ schwer zu beantworten, aber ich werde es nicht so pauschal sagen, dass Deutschland eine Ausnahme macht. Die einzige Ausnahme in Deutschland ist wirklich, dass die Hauptstadt keinen Spitzenverein hat, der in Europa in den internationalen Wettbewerben präsent ist. Das ist die Ausnahme Deutschlands. Aber immerhin Berlin ist auch keine Hauptstadt wie die anderen. Historisch bedingt. Gut, nächste Frage. Peter Vincent fragt, kannst du was zum Positionsspiel von Real Madrid sagen? Und da hat er noch ein Zitat mit dazu geliefert. Nach dem Gladbach-Spiel gegen Real sagte nämlich Christoph Kramer, wir hatten ganz wenige gute Ballbesitzphasen, irgendwann kommst du in einen Teufelskreis. Sie haben ein Weltklasse-Positionsspiel. Das ist das Real Madrid, wenn sie müssen. Sie haben einen Altersschnitt von 30, verspüren keinen Druck an so einem Abend. Das macht sie eher geil, wenn sie so ein Finale haben. Also spricht er dann über das letzte Gruppenspiel gegen Madrid, das Real gewonnen hat. Unter Zidane hat sich gar nicht so viel verändert. Also die Mannschaft spielt ähnlich wie noch in der ersten Zidane-Ära, wenn man so bezeichnen möchte. Heißt also, das Mittelfeld, auch diese Verschiebungen im Mittelfeld, die Rolle von Kroos, von Casemiro, von anderen, Valverde und so weiter, ist relativ ähnlich wie das, was man auch schon einmal gesehen hat unter Zidane. Ich würde da nicht unbedingt jetzt so die absoluten Veränderungen sehen. Ich weiß nicht ganz genau, was Kramer meint. Ich denke, er spricht da auch darüber, dass Real relativ clever ist im Pressing auf der einen Seite. Zum Teil, also nicht in jedem Spiel. Es gab manche Partien in dieser Saison, da war Real überhaupt nicht gut gegen den Ball. Aber noch stärker ist das Positionsspiel dann bei eigenem Ballbesitz. Gerade natürlich Karim Benzema ganz vorn. Der bewegt sich sehr, sehr stark. Auch die Flügelspieler bewegen sich sehr stark. Und auch die Offensiven oder die Mittelfeldspieler, die Achter, rücken sehr clever in die offensiven Zonen hinein. Also wenn er als Sechser das auch bewertet, sieht er ja, was um ihn herum passiert, was der Mittelstürmer hinter ihm bzw. neben ihm macht und was auch die gegnerischen zentralen Mittelfeldspieler dann unternehmen. Und genau das, glaube ich, hat er da auch so ein bisschen bewertet. Ich glaube, der Begriff Positionsspiel
muss man ein bisschen aufpassen, der wird jetzt auch häufig für alles Mögliche benutzt. Ja? Also damit ist nicht unbedingt nur dieses Positionsspiel gemeint, was man jetzt von Guardiola und anderen kennt, sondern ich glaube, das ist so ein bisschen ein allgemeinerer Begriff, der alles Mögliche bedeuten kann, der einfach so auch ein Synonym ist für Stellungsspiel. Das würde ich immer so ein bisschen interpretieren in diese Aussage von Christoph Kramer hinein. Pascal fragt: Kannst du bitte ein paar Worte zu Jonas Hofmann verlieren? Seine Schwächen, aber vor allem seine Stärken unter Rose. Ist Hofmann einer der Keyplayer für Roses Grundtaktik? Eine Einschätzung zur CL-Partie gegen Man City. Wie stehen grob die prozentualen Chancen für das Weiterkommen von Borussia Mönchengladbach? Ja, also ich sag mal, die Chancen gegen City stehen gar nicht so schlecht, aber trotzdem, City ist der prozentuale Verteilung 70-30 Favorit. Gladbach hat in der Bundesliga gezeigt, dass teilweise eben, das habe ich darüber hab schon gesprochen, teilweise eben hier und da ist defensiv nicht ganz so gut funktioniert. Also das heißt, das Mittelfeld ist nicht so gut abgesichert. Das kann für jemanden wie Kevin De Bruyne beispielsweise natürlich ein gefundenes Fressen sein. Gleich zum Spiel selber. Jonas Hofmann, warum ist er so wichtig? Weil er das perfekte Hybrid ist zwischen Flügelspieler und Spielmacher im Halbraum. Das funktioniert sehr gut. Hofmann setzt vielleicht nicht diese Highlights wie manch anderer Außenstürmer in Gladbach, aber er ist sehr konstant in dem, was er tut. Relativ fehlerlos auch, also fast schon fehlerlos, sollte ich sagen. Und er schafft es, immer so hin und her zu switchen zwischen Außenbahn, Halbraum. Einrücken, wann muss er einrücken? Wie muss er einrücken? Wann muss er außen bleiben? Wann muss er auch mal Balance schaffen? Wann muss er mal die Position wechseln mit dem Mitspieler? Da ist Hofmann stark. Das heißt, er ist ein sehr, sehr intelligenter Spieler und das mögen viele Trainer. Deshalb ist er unter Rose so wichtig und deshalb wurde er auch für die Nationalmannschaft nominiert. Aus meiner Sicht auch ganz, ganz wichtig, einfach da zu sehen, was man mit Hofmann hat. Also ein Trainer weiß ganz genau, was man von Hofmann bekommt. Man weiß, was man zu erwarten hat. Ich habe, wie schon gesagt, er setzt vielleicht nicht unbedingt diese Highlights, aber ist jemand, der sehr strukturiert denkt und sehr strukturiert spielt. Also jemand, mit dem man sehr gut kalkulieren kann. Und das mögen Trainer. Deshalb Hofmann ganz wichtig. Und Hofmann wäre in der Verfassung, in der er aktuell ist, nicht nur für Rose wichtig oder für Löw vielleicht als Ergänzungsspieler in der Nationalmannschaft, sondern er wäre für jeden Trainer, der so ein ähnlich geartetes System spielt wie Rose oder auch Löw. Für solche Trainer wäre Hofmann ein interessanter Kaderspieler oder auch Stammspieler. Die nächste Frage kommt auch von Pascal. Deine persönliche Meinung zum VAR in Bezug zum Regelwerk. Sollte das Regelwerk angepasst werden in bestimmten Situationen? Was hältst du von der Idee, den VAR anders einzusetzen, ähnlich wie beim American Football? So hätten die Teams eine begrenzte Anzahl an Möglichkeiten, VAR selbst einzuschalten und könnten die exakt im Spiel vorgefallene, angezweifelte Situation überprüfen lassen. Das ist ein Vorschlag, der schon häufiger gemacht wurde und ich halte ihn auch für nicht so schlecht. Die Sache ist nur die, welche Situationen können angezweifelt werden? Also wann hat ein Trainerteam die Möglichkeit zu sagen, hier, Schiri, Videoschiri, schau auf die Situation, bewerte die bitte nochmal neu. In der NFL ist es ja auch so, dass nicht alle Dinge dann nochmal also gechallenged werden können. Das ist ja quasi, du hast als Trainer quasi drei Challenges über ein Spiel hinweg. Wenn du jetzt eine Challenge quasi verlierst, also du challengest jetzt eine gewisse Schiedsrichterentscheidung und am Ende stellt sich heraus, nein, die Schiedsrichterentscheidung war richtig, da ist immer natürlich Interpretationsspielraum da. Dann verlierst du quasi da eine Timeout. Das ist jetzt im Fußball ein bisschen anders, weil es keine Timeouts gibt und so weiter. Also es ist weniger Risiko verbunden. Das heißt, man muss es ein bisschen anders strukturieren, weil in der NFL hast du immer die Situation, du hast noch zwei Timeouts in der zweiten Hälfte. Du kannst jetzt challengen, aber du solltest dir auch ein bisschen sicher sein, sonst hast du noch eine Timeout verloren und da geht es auch um Time-Management dann, was sehr wichtig ist, gerade dann in den Schlussphasen zum Teil oder vor allem in den Schlussphasen kann Time-Management sehr wichtig sein. Also man kann dann quasi einen Drive am Leben erhalten, wenn man dann noch mehr Timeouts hat. Egal, anyway, geht ja jetzt nicht um NFL, aber und auch da können nicht alle Situationen angezweifelt werden. Das heißt, auch eine Penalty, sagen wir Pass Interference, was sehr prominent ist und sehr viel Schaden anrichten kann für gerade die verteidigende Mannschaft, dann kann nicht angezweifelt werden.
Aus meiner Sicht, man könnte das im Fußball umsetzen, man könnte jedem Trainer zwei Challenges geben. Aber was ist dann, wenn eine dritte Situation ist, die wirklich, wo eine wirklich eine Fehlentscheidung vorliegt und der Trainer kann nicht eingreifen? Was passiert dann? Kann dann der VAR von selbst eingreifen? Lässt man das System? Oder nimmt man quasi diese Verantwortung aus der Hand des Schiedsrichters und aus der Hand des VARs heraus oder des Videoschiedsrichters dann und sagt, okay, die Trainer müssen immer selbst das challengen. Könnte man machen. Ändert die ganze Dynamik. Und auch dann müssen die Trainer sich darauf einstellen. Und was kann gechallenged werden? Aus meiner Sicht können es eigentlich nur Torsituationen sein. Also heißt, alle Situationen, die zu einem Tor führen. Und grobes Foulspiel. Also das heißt, Tätlichkeiten, vielleicht auch Notbremsen und sowas. Also man darf es nicht überhand nehmen. Also man darf nicht anfangen, okay, du hast jetzt drei Challenges und du challengest einfach mal den Einwurf. Der wurde falsch ausgeführt und man challenged einfach den Einwurf, ohne das aus dem, was entstanden ist, um beispielsweise Zeit zu schinden oder auch den Flow des Spiels zu unterbrechen. Denn das ist natürlich eine Gefahr, die da schon besteht. Also genau das müsste doch relativ strikt reguliert werden. Dann fände ich aber das eine interessante Lösung, weil man natürlich auch dadurch den Druck wegnimmt, auch ein bisschen die Entscheidungsbefugnis, auch vom Videoschiri und auch vom Schiri selbst. Man gibt es in die Hände der Mannschaften, die dann eben auch andere nicht mehr unbedingt verantwortlich machen können, dass etwas nicht funktioniert. Am Ende muss trotzdem der Videoschiedsrichter genau hinschauen und muss immer noch eine Entscheidung fällen. Und auch da kann natürlich was schieflaufen und er kann auch, was wir dann vielleicht als Fehlentscheidung wahrnehmen, kann er immer noch treffen. Also am Ende bleiben immer noch Menschen involviert und es können immer noch Fehler passieren. Aber ich finde das ganz interessant, es würde eine andere Dynamik in die ganze Sache hineinbringen. Kommen wir zur nächsten Frage. Malte fragt, welchen Mannschaften, die jetzt in der zweiten Bundesliga oben rumturnen, würdest du einen potenziellen Klassenerhalt so zutrauen? Ich bin mal ganz kühn und sage HSV. Auch da nochmal Hinweis zum Video, das ich gemacht habe zum HSV. Gerne da nochmal reinschauen, hat es gar nicht so viel Klicks erhalten. Warum eigentlich? Ich habe immer gedacht, HSV ist beliebt und das wollen viele sehen. Anscheinend hat die Beliebtheit des HSV etwas gelitten zuletzt. Also ich sage mal HSV, ich denke der Ansatz ist interessant. Es wäre dann auch eine recht traditionelle Abstiegsmannschaft oder eine Mannschaft, die recht traditionellen Fußball spielt im Abstiegskampf. Aber vielleicht würde das sich dann bewähren und ansonsten Greuther Fürth. Also wenn man jetzt wirklich sagt, die behalten den, ich glaube, das war die Frage, oder? Bist du also so, das heißt also quasi, mit dem jetzigen Kader würde ich jetzt den Klassenerhalt zutrauen, ja. Dann sage ich mal noch Greuther Fürth. Ich halte den Kader für sehr interessant. Und für einen, der sich dann in der Bundesliga eventuell behaupten könnte. Das sind so die beiden Teams, aber ich glaube, alle Teams müssen bei einem Aufstieg sehr wahrscheinlich nochmal nachrüsten. Trotzdem, das wäre so eine Überlegung. Nächste Frage. Malte fragt nämlich auch noch, welche Mannschaften der Bundesliga dürften bei Abstieg enorme Probleme kriegen. Siehe Nürnberg, die fast durchgereicht wurden. Bei den aktuellen Bundesliga-Teams Bielefeld. Auch wenn ich sage, die werden wahrscheinlich nicht absteigen dann direkt, aber die werden Probleme bekommen. Und Mainz eventuell. Ich glaube Mainz vor allem deshalb, weil die Mannschaft würde auseinanderbrechen und eventuell bricht die so oder so auseinander, aber die Mannschaft würde auseinanderbrechen bei einem Abstieg. Und da weiß ich nicht, wie weit Mainz dann aufrüsten kann. Auch alles andere, es ist ein richtig großes Chaos da. Deshalb, ich glaube, die würden dann eher nach unten rutschen in der zweiten Bundesliga. Und bei Bielefeld würde ich auch sagen, die würden eher dann ins untere Mittelfeld erstmal abrutschen und sich dann vielleicht wiederholen. Da ging jetzt auch darum, so ein bisschen wie Nürnberg, die dann wirklich auch direkt im Abstiegskampf waren. Auch jetzt wie Hannover, die jetzt echt hier weiter unten zu finden sind momentan. Das wären so meine Tipps, aber natürlich ein bisschen Spekulation hier. Malte fragt zudem, ist Leverkusen tatsächlich mal titelreif? Und da sage ich nein. Also ich glaube es nicht. Aktuell hat der Bosch-Fußball ganz gut gegriffen, aber es gibt auch schon wieder die Ansätze und es deutet sich so ein bisschen an, wie damals auch beim BVB, dass eventuell die Mannschaft dann auch hier und da wieder Probleme bekommen wird. Schauen wir uns die Expected Goals an. Aktuell ist es ein sehr guter Zeitpunkt, sich die Expected Goals anzuschauen. Mal der Hinweis dafür, weil gerade so um den 10., 12., 13. Spieltag, da haben die Expected Goals den größten Aussagewert für den Rest der Saison, für die Zukunft.
Deshalb uns das anschauen. Leverkusen hat eine 10-Tore-Differenz. 28 erzielt, aber unter den erwarteten Toren, wie auch immer, nur 18. 10-Tore-Differenz deutet für mich darauf hin, dass dann das noch bei weitem absinken wird und man dann eben doch nicht so stark dasteht und am Ende doch nur so Dritter, Vierter wird eventuell. Da, der BVB ist in dieser Kategorie Erster und die werden nicht Erster. Also natürlich, es gibt noch andere Faktoren, aber man muss die Leistung von Leverkusen doch schon auch etwas nüchtern betrachten. Dann. Ich sage, es wird noch einen kleinen Einbruch geben, deshalb nein, nicht die Drive. Wie bewertest du momentan Milan in der Serie A und den Fußball, den sie spielen? Dazu habe ich kürzlich erst in den letzten Tagen einen Artikel bei NTV veröffentlicht. Da habe ich mich auch ein bisschen auch mehr damit auseinandergesetzt, wie auch insgesamt Milan spielt. Das heißt also auch, es ging jetzt, oder nicht nur wie sie spielen, auch wie sie sich als Verein darstellen, wer jetzt verantwortlich ist auch für diesen Aufschwung etc. etc. Also da geht es jetzt nicht nur um die Spielweise selbst. Ich halte nämlich die Spielweise für recht italienisch. Das Ding ist ein bisschen lapidar. Das heißt also quasi sehr methodisch, ein sehr strukturiertes Vorgehen. Pioli ist ja auch ein italienischer Trainer, wenn man so möchte. Also man weiß genau, was Milan möchte. Man weiß genau, wie sie spielen. Das ist alles sehr durchdacht. Das geht erstmal durch die Mitte, dann wird auf die Außenbahn gespielt. Da gibt es einzelne Situationen, wo sich auch die tempostarken Außenstürmer durchsetzen können. Das wird alles so ein bisschen auf die ausgerichtet. Es gibt hier und da sicher auch mal Umschaltmomente, aber wenn man nicht ins Umschaltspiel kommt, dann ist man darauf bedacht, dass man eben nicht so schnell den Ball verliert, also viel Ballsicherheit ausstrahlt, defensive Absicherungen hat, Raumgewinne absichert, immer den Ballbesitz absichert. All das ist eine wichtige Rolle. Deshalb Milan wirkt sehr stabil insgesamt. Klar, immer noch hier und da ein bisschen anfällig, vielleicht auch nach Standardsituationen. Jetzt zuletzt zum Beispiel hat man das gesehen. Aber ansonsten sehr italienisch und sagen wir mal so fehlerloser oder weniger fehleranfällig als andere Top-Teams. Macht einen großen Unterschied momentan. Und eine gewisse Physis, die nicht alle Top-Teams in der Serie A haben. Milan hat die zum Teil gerade im Zentrum. Das macht sich auch noch bemerkbar. Das ist vielleicht so dieser X-Faktor neben dieser sehr italienischen Spielweise, die Pioli mag. Gut. Nächste Frage. Martin Hahn, der im Übrigen auch Mitglied in diesem Kanal ist, fragt, wie würdest du den derzeitigen Ersten der zweiten Liga Holstein Kiel einschätzen? Bisher präsentieren sie sich relativ konstant. Können sie erst durchhalten und traust du ihnen den Aufstieg zu? Ich traue ihnen den Aufstieg zu. Ich glaube, sie sind unter den besten 4-5 Teams in der zweiten Bundesliga. Also das ist möglich. Sie haben eine gute Ausgangsposition verschaffen. Können sie erst durchhalten? Nein. Insgesamt Holstein Kiel lässt zu viele Schüsse zu, 12,8 aktuell. So, damit sind sie im Mittelfeld der zweiten Bundesliga. Sie fangen zu wenig Pässe ab. Sie quasi unterbrechen den Spielfluss der Gegner nicht häufig genug. Sie wissen nicht, wie sie da auch ein bisschen mehr reingehen können, ein bisschen mehr disruptiv sein können, wenn man so möchte. Heißt also nach vorn. Kiel absolut stark. Aber ein bisschen, das ist nicht das erste Mal so bei Kiel, über die letzten Jahre hinweg. Dann so im defensiven Umschaltspiel, in der Absicherung, ist es alles noch ein bisschen luftig. Also ein bisschen wackelig. So, deswegen sage ich, das können sie nicht ganz so durchhalten. Andererseits, wie sich das dann auch tabellarisch auswirkt, keine Ahnung. Die anderen Teams dahinter sind ja auch nicht unbedingt jetzt Stabilitätsmonster, die jetzt das so durchziehen werden, die nächsten 21 Spiele. Also, deshalb, ich will jetzt nicht sagen, dass die jetzt abrutschen, was den Tabellenplatz betrifft, aber ich sage, dass sie das Niveau, was sie aktuell haben, nicht unbedingt jetzt Vorteile über die nächsten Monate komplett halten können, aber vielleicht auch so eine Wellenbewegung haben, sich dann wieder ein bisschen erholen, weil sie leben schon ein bisschen mehr von der Offensive. Es wäre ganz gut, wenn sie es schaffen, noch ein bisschen strukturierter zu verteidigen. Dann ist auf alle Fälle Holstein Kiel der Aufstieg zuzutrauen.
Nächste Frage. Martin Hahn fragt auch, wer kann den Bayern im Kampf um die Meisterschaft noch gefährlich werden? Dortmund scheint fast abgeschlagen. Haben RB Leipzig und Leverkusen Chancen? Gut, zu Leverkusen habe ich jetzt schon ein bisschen was gesagt, also eher nicht. Ich glaube, wenn es eine Mannschaft gibt, die die Bayern stoppen kann, ist es Leipzig. Die hatten jetzt in den ersten 13 Spieltagen auch nicht unbedingt ein besonderes Glück, so wie Leverkusen, sondern haben ganz gut performt, so auf ihrem Niveau, sind nah dran an den Bayern, haben sehr guten Kader, haben Szoboszlai geholt, also auch nochmal einen weiteren für die Offensive. Defensiv sollten sie die Abwehr zusammenhalten über den Winter. Wenn das passiert, absolut, Leipzig hat die Möglichkeiten, Bayern herauszufordern und vielleicht auch, wenn die Bayern noch hier und da ein bisschen ausrutschen und nicht so konstant sind und vielleicht auch die eine oder andere Verletzung haben, hat Leipzig die Chance, die Bayern herauszufordern und vielleicht auch sogar zu schlagen. Das wäre also mein Tipp. Die Mittelstürmerposition ist, wenn überhaupt, die größte Schwachstelle, die größte Problemzone bei den Leipzigern. Mal sehen, was danach passiert. Wahrscheinlich nichts. Also es wird jetzt keine Verstärkung geben. Man hat ja auch zwei etablierte Mittelstürmer, da muss ich einfach jetzt einer beweisen, zudem Emil Forsberg, der auch als Mittelstürmer spielen kann, gerade vielleicht, wenn jetzt auch Szoboszlai reinrutscht, dann hat man da vielleicht auch noch mehr Freiheiten, um Forsberg einzusetzen. Insgesamt könnte ich mir auch vorstellen, dass man da so ein Quartett quasi schafft, also heißt von diesen vielen Offensivkräften dann immer so vier hat, die dann ein bisschen mehr rotieren vorn drin, das würde sich anbieten. Sehe ich Dani Olmo ist jemand, der mehr im Zentrum spielen sollte als Spielmacher, aber Nkunku, Szoboszlai, Forsberg, da kann man gut rotieren. Kluivert kann man auch gut in die Rotation mit reinschmeißen. So gesehen, Leipzig sollte die Bayern herausfordern können. Nächste Frage. Was muss in Mainz passieren, damit sie sich noch retten können? Vor der Saison hattest du ihnen einiges zugetraut, wenn ich mich recht entsinne. Ja, habe ich, weil ich gedacht habe, also das war so meine Vorstellung bei Mainz, Bayer Leverkusen wird entlassen. Das war für mich irgendwie schon so in Stein gemeißelt. Bayer Leverkusen wird entlassen, man holt einen guten Trainer und dann kann man in diesem doch ansehnlichen Kader was anfangen. Aus meiner Sicht hat Mainz sein Schwarz keine richtige Spielphilosophie mehr. Der Kader ist immer noch gut, Mateta, Kunde und so weiter, ihr kennt die alle, Niakete, Saint-Just, ist doch gut. Boetius ist doch ein guter Spieler. Also damit müsste noch mehr möglich sein. Ich habe gesagt, also Mainz kann doch mit nach oben rutschen, wenn sie dann einen neuen Trainer haben. Problem ist, Bayer Leverkusen wurde entlassen. Lichte hat jetzt nicht unbedingt den großen Umbruch herbeigeführt. Lichte ist weg. Wer der neue Trainer wird, keine Ahnung. Heidel ist wieder da. Schmidt ist jetzt mit dabei. Wer auf der Trainerbank sitzt, ich weiß es nicht. Aber davon wird viel abhängen. Die Spielphilosophie von Mainz ist in den letzten Zeiten undefinierbar gewesen. Schwarz war jemand, der hatte eine Spielphilosophie. Sehr variable Offensive, Stürmer, die nach außen driften, lange Bälle, Diagonalbälle, Rauten, Formationen. Das war alles das, was Mainz ausgemacht hat eine Zeit lang. Sehe ich auch natürlich hier und da, nicht immer komplett erfolgreich, aber aktuell weiß ich nicht, was Mainz spielt. Mainz spielt de facto überhaupt keinen richtigen Fußball. Sorry, aber hätten sie nicht diese individuelle Klasse, und auch die ist ja nicht immer zum Tragen gekommen zuletzt, weil es auch in der Mannschaft Probleme gibt und weil auch Spieler wie Mateta jetzt nicht unbedingt jetzt so herausragen momentan. Aber hätte Mainz nicht wenigstens diese Stärke im Kader, dann würde es noch düsterer aussehen. Sie können glücklich sein, dass sie Stärke im Kader haben. Trotzdem, jetzt muss der nächste Schuss, was den Trainer betrifft, muss sitzen. Und es sollte kein Christian Groß-Typ sein. Es sollte einer sein mit einer klaren Philosophie, dem Heidel und Schmidt das Vertrauen schenken, wenn er das dann durchzieht. Ich bin gespannt. Nächste Frage kommt. Rainer Berg fragt, übrigens auch Mitglied in diesem Kanal. Welchen Spielertyp findest du besser? Groß und kantig oder klein und wendig? Ja, ich habe ein gewisses Faible für technisch begabte Spieler, deshalb klein und wendig. Ja, da habe ich schon was dafür übrig, aber ich mag alles. Also ich mag auch große, kantige, aber technisch versierte Spieler, wie Ibrahimovic zum Beispiel. Also ich finde alles gut insgesamt. Aber ja, ich habe vor allem immer so ein Auge für Technik und wer wirklich eine gute Technik hat, das beeindruckt mich immer am meisten. Kommen wir zur nächsten Frage von Hardstyle, würde ich mal sagen. Hardstyle eventuell. Wo hast du so ein fundiertes Wissen über den Fußball allgemein, aber auch die jeweiligen Mannschaften? Bist du Sportjournalist?
ja, mehr oder weniger. Also ich bin auch hauptberuflich Journalist. Also viel Fußball, aber nicht nur Fußball, auch Politik und ein paar andere Themen, die ich so bearbeite. Und ja, das ist natürlich ein Grund. Alles hat angefangen vor vielen Jahren, oder vor einigen Jahren zumindest, während des Studiums. So lange ist es auch nicht her, aber genau. Spielverlagerung war auch dann so eine Plattform, die dann auch einige Türen dann indirekt geöffnet hat quasi. Genau, deshalb kenne ich mich auch mit einigen Mannschaften aus, aber auch nicht mit allen. Also hier und da kann man natürlich auch einiges recherchieren, aber das war sicherlich damals so, das waren die Anfänge. Und heute, gerade wenn es um Fußball geht, bin ich ja für einige größere Medien tätig, also auch im Ausland, BBC beispielsweise, oder die Times, und in Deutschland ja auch für eine ganze Reihe an Medien, so wie das ja viele tun. Und genau, also deshalb habe ich auch gewisse Einblicke, aber ich weiß auch nicht alles, aber natürlich durch diese Arbeit hat man auch viele Kontakte zu interessanten Persönlichkeiten oder auch zu gewissen Leuten, mit denen kann man ein Netzwerk aufbauen und hat dann auch gewisse Einblicke, die man vielleicht ansonsten nicht so erhalten würde. Deshalb gibt es auch manchmal so Sachen, die man weiß, die eben jetzt der, sag mal, normale Fan, der einfach nur eben so die Spiele sich anschaut und ansonsten einer anderen Tätigkeit nachgeht, natürlich nicht weiß. Das ist ja ganz normal. Deswegen finde ich es manchmal fast ein bisschen witzig, wenn dann auf irgendwie auf Twitter oder so dann gesagt wird, ja, woher will man das denn wissen? Ja gut, weil man natürlich schon auch mit Leuten spricht oder schreibt oder wie auch immer. Und sich natürlich auch ein bisschen informiert. Und ja, und gerade über die Zeit hinweg, also gerade auch mit Spielverlagerung beispielsweise und mit anderen Tätigkeiten kamen auch über die Jahre immer wieder Leute auf einen zu und haben einen gefragt nach Meinungen und Expertise und Einschätzungen und so weiter, also auf Personen von Vereinen und so weiter. Man tauscht sich da auch aus und gibt auch mal Input, ohne jetzt sich irgendwie jetzt gemein zu machen mit einem Verein. Aber warum nicht? Das ist ja trotzdem ganz interessant, auch zu hören, was sozusagen im Verein passiert. Ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. Kommen wir zur nächsten Frage. Robert Hansen fragt: Obwohl ich kein Fan des Leipziger Konstrukts bin, bewundere ich den Nagelsmann-Fußball doch sehr. Und in Anbetracht der Tatsache, dass RBL in der vergangenen Saison verdient im Halbfinale der UEFA Champions League stand, in dieser Saison nur knapp hinter PSG in der Gruppe als Zweiter ins Achtelfinale einzog und ebenso souverän in der Liga Punkte holt, möchte ich dich fragen: Wie gut ist RBL wirklich? Das war jetzt eine lange Einleitung. Wie gut ist RBL wirklich? Also wie gut ist Leipzig wirklich? Ich habe ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich halte die Mannschaft für gut bis sehr gut. Ich glaube, in allen Mannschaftsteilen gut besetzt. Von der Innenverteidigung über das zentrale Mittelfeld, was vielleicht die kleine Schwachstelle ist, aber mit Sabitzer hat man da auch eine gute Lösung gefunden. Bis hin zu der Offensive mit diesen sehr vielen Offensivkräften, wenn überhaupt. Dann sage ich mal, in der Offensive, ich habe die alle jetzt gelobt, Nkunku und so weiter, auch Szoboszlai, eventuell ist so ein bisschen, dass die alle sehr variabel sind und hier und da sich vielleicht sogar ein bisschen ähneln. Also nicht jetzt per se, aber so, es gibt gewisse Ähnlichkeiten zwischen den einzelnen Offensivspielern. Manchmal ist es vielleicht besser, man hat so sehr unterschiedliche Spielertypen und kann da ein bisschen stärker dann mit den Spielertypen auch als Trainer dann ja experimentieren. Aber ich glaube, Nagelsmann möchte das gar nicht. Nagelsmann möchte lieber auch so Spieler haben, die er sehr variabel einsetzen kann, die formbar sind und so weiter. Und deshalb ist es auch sicher ein Faktor. Insgesamt Leipzig eine sehr gute Mannschaft. Wird sicherlich auch wieder im nächsten Sommer hier und da ein bisschen Probleme bekommen, weil der eine oder andere geht. Und man muss wieder nachrüsten, aber das hat man ja zuletzt auch relativ gut geschafft. Und natürlich die etwas kontroverse Beziehung zu Red Bull Salzburg, die hilft, weil Salzburg auch ein sehr gutes Scouting hat, auch in Mitteleuropa. Und jemand wie Szoboszlai, der ist eben auch durch gutes Scouting und Überzeugungsarbeit von Salzburg in diese Red Bull-Familie hineingerutscht. Und davon kann jetzt auch dann Leipzig profitieren. Bis darüber hinaus, dass man ja auch in Amerika eine Präsenz hat, also jemand wie Tyler Adams spielt dann auch eine Rolle. Also solche Spieler kann man dann auch in den USA
dann scouten, weil man da eine Präsenz hat. Und was darüber hinaus noch passiert, wird man sehen. Aber insgesamt dieses Konstrukt, wie es gerne bezeichnet wird, und das ist ja eher abschätzig gemeint, hat natürlich auch Vorteile. Aber ganz ehrlich, das macht ja Leipzig nicht exklusiv. Also es gibt auch andere Vereine, die das ähnlich tun, die auch quasi Farmteams haben oder auch sehr enge Beziehungen mit Vereinen in anderen Ländern und dadurch dann auch Scouting betreiben können und Rekrutierung betreiben können. Also das macht Leipzig ja bei weitem nicht exklusiv, sondern auch Vereine wie Chelsea etc. machen das ja auch. So. Also ich hoffe, das beantwortet die Frage. Robert hat zudem noch gefragt, in den vergangenen Monaten und vor allem Wochen wurde leider ziemlich deutlich, welches Bild die Verantwortlichen von DFB in ihrer Arbeit mit der Nationalmannschaft haben. Oftmals wurde die Arbeit von Bierhoff, Löw und Co. nur auf das Spanien-Spiel reduziert, obwohl, wie du es bereits in einem deiner Videos analysiert hast, auch das Umsetzen einer Spielidee teilweise gewaltig hakt und das schon eine gefühlte Ewigkeit. Ist der Bock bereits schon jetzt zu fett, um ihn umzuwerfen, beziehungsweise sind die Vorzeichen der Nationalmannschaft schon jetzt so schlecht, dass wir uns von einer erfolgreichen EM verabschieden können? So, was gegen eine erfolgreiche EM spricht, ist einfach, dass man in der Gruppe mit Frankreich und Portugal ist. Ungarn wird man schlagen, Szoboszlai hin oder her, also, und auch die zwei, drei anderen guten Ungarn, die es so gibt, aber also die müsste man normalerweise schlagen, aber sich gegen Frankreich und Portugal durchzusetzen, wenn das klappt, wenn man in dieser Gruppe wenigstens Zweiter wird, dann stehen aus meiner Sicht die Vorzeichen gar nicht so schlecht, weil man dann einen Titelkandidaten schon mal aus dem Weg geräumt hat. Und dann, also aus meiner Sicht, ein Viertelfinal- oder Halbfinaleinzug wäre für Deutschland schon ein sehr, sehr großer Erfolg. Es ist aus meiner Sicht machbar, weil man die Kaderqualität hat. Nur wie ich schon in Videos zuvor besprochen habe, es fehlt teilweise an der Spielidee bzw. auch an der klaren Ausrichtung, an der klaren Vision, wie diese Mannschaft spielen soll. Und zudem auch daran, dass man einfach einen richtigen Kern formt. Das ist auch nicht so richtig passiert. Obwohl man eigentlich schon genau weiß, wer in der Nationalmannschaft spielen sollte, ist das nicht passiert, Löw. Es wird sehr viel herumgeeiert. Und das ist ein Problem. Und man sieht, die Chancen stehen nicht so gut bei der Europameisterschaft, aber das ist ja auch keine überraschende Prognose. Kommen wir zur nächsten Frage. Sam97 fragt, denkst du, dass Freiburg noch mehr Potenzial hat, vor allem offensiv, als sie momentan zeigen? Streich macht einen sehr guten Job und holt die nötigen Ergebnisse, aber ich finde, Freiburg könnte so viel attraktiver spielen, als sie es aktuell tun. Zum Beispiel bleiben auf die kreativen Jeong, Kwon, Demirovic, Till für Höfler, Höhler, Petersen etc. auf der Strecke. Das ist sicherlich korrekt, dass es ein bisschen aussieht, als würden die etwas laufstärkeren, vielleicht auch etwas die arbeitsstärkeren Spieler eventuell, auch die physischeren Spieler, den Vorzug erhalten. Aber das ist ja keine Überraschung bei Streich, der legt ja darauf sehr viel Wert. Was man sieht ist, für Freiburgs Verhältnisse, beziehungsweise einfach für die vielleicht Ambitionen, die man hat, um noch ein bisschen weiter oben mitspielen zu können, Freiburg lässt zu viele Schüsse zu, also stoppt den Gegner zu selten im Verhältnis, ja, relativ betrachtet, aber auch im Vergleich zu anderen Teams. Und ich weiß nicht, inwieweit Streich der Mannschaft zutrauen würde, okay, wir entwickeln mehr Dominanz, wir sind ein bisschen passsicherer, wir halten den Ball länger und eliminieren dadurch vielleicht gewisse Gefahren für unsere Defensive. Das könnte funktionieren. Aber Streich legt eben sehr viel Wert auf diese schnelle, tempostarke und vor allem physische Spielweise. Interessant ist natürlich, warum man dann andere auch Spieler hat, zum Beispiel Demirovic, der ein bisschen was anderes noch verkörpert, ein anderes Element mit reinbringt. Ist die Frage, warum man diese Spieler verpflichtet hat. Möchte man einen gewissen auch spielerischen Wandel haben? Eventuell, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, aktuell ist es einfach so, dass immer noch das sehr, sehr traditioneller Streichfußball ist. Und ja, dabei wird es wahrscheinlich auch erst einmal bleiben. Mal sehen, was sich so entwickelt. Aber ich verstehe quasi natürlich die Überlegung, aber ich weiß auch, wie eben Freiburg bzw. der Trainer der Freiburger tippt. Und deshalb... Ja, keine Ahnung. Insgesamt die Mannschaft und auch der Kader der Freiburger hat ja so ein bisschen dieses Potenzial auch noch mehr zu sein. Also so auch so quasi, sagen wir mal, eine überraschende Underdog-Mannschaft, die stark am Ball ist. Also dieses auch
technische Element mehr dabei hat. Also an sich ist das Potenzial ja da. Aber momentan ist eben der Streichfußball doch eher ein bisschen auf was anderes ausgelegt. Und das schlägt sich dann auch wieder nieder. Und das ist vielleicht auch dann eher nachteilig für so Spieler, die eben angesprochen wurden. Also für gewisse Kreativkräfte, die vielleicht anderes mitbringen und dann nicht so gut funktionieren wie ein Höfler oder ein Höhler, die sehr, sehr wichtig sind insgesamt. Also ein Höfler ist mit ein zentraler Spieler für diese Mannschaft, wenn er fit ist. Gut, nächste Frage. @lstefano05 fragt, sollte deiner Meinung nach die Mannschaft oder der Mannschaftsrat einer Trainerentlassung oder Verpflichtung aktiv zustimmen müssen? Da Spielerinnen heute ja ein größeres taktisches Verständnis mitbringen und die Arbeit eines Trainers auch am besten bewerten können, wäre das zumindest für mich naheliegend. Wie würdest du das sehen? Ich verstehe den Ansatz bzw. den Gedankengang dahinter. Ja, Spieler haben ein größeres Verständnis, können also die Arbeit des Trainers besser bewerten. Allerdings aus meiner Sicht würde eine derartige Struktur, das heißt also eine Entscheidungsgewalt oder eine Mitbestimmung der Spieler, die es sich informell schon teilweise in manchen Teams gibt und auch hier und da sprechen sicherlich auch die Kapitäne oder die Führungsspieler ein Wörtchen mit, wenn es darum geht, was passiert mit dem Trainer. Aber insgesamt, wenn das institutionell der Fall wäre, würde das die Autorität des Trainers und der sportlichen Verantwortung oder der sportlichen Führung untergraben. Deshalb würde ich sagen, nein, das sollte nicht der Fall sein. Es sei denn, es ist eine Genossenschaft und die Spieler sind quasi Anteilseigner des Vereins oder dergleichen oder wie auch immer. Also das, für mich ging das ein bisschen so in diese Richtung. Aber am Ende muss man sagen, der Trainer steht immer über den Spielern und sollte auch über den Spielern stehen, auch wenn er natürlich schneller gehen muss als viele Spieler, die dann auch erst im Transferfenster dann zumeist verkauft werden, wenn sie jetzt nicht die Leistung gebracht haben. Ein Trainer kann immer beurlaubt werden. Das passiert bei Spielern ja relativ selten. Trotzdem, insgesamt glaube ich, dass einfach die Autorität des Trainers ein bisschen untergraben wird. Und zudem muss man auch sagen, es gibt schon manche Teams, wo auch Spieler dann dazu neigen, zu sagen, der Trainer ist schuld und er macht das Falsche. Er hat die falsche Entscheidung getroffen, deshalb spielen wir schlecht. Damit weiß man natürlich die Verantwortung auch ein bisschen von sich. Ist auch ja, vielleicht ja, so im Strategischen nicht ganz schlecht. Aber was auch noch hinzukommt ist, es geht ja auch nicht nur um das Verständnis des taktischen Vorgehens des Trainers. Es geht ja nicht nur darum, was er für Entscheidungen trifft, jetzt, was die Formation, die Spielsysteme und so weiter betrifft. Es geht ja auch darum, wie kommuniziert er, wie geht er mit Bankspielern um, wie macht er das Training, wie reagiert er auf Niederlagen, welche Worte findet er in der Halbzeitpause, etc. etc. Es geht ja noch um so viel mehr. Und ich weiß nicht, ob man einen Spieler das immer so ganz genau bewerten kann, wenn man selber ja dann auch so mittendrin ist. Wenn man sich jetzt von objektiv von außen so bewerten kann. Am Ende kann es niemand so abschließend bewerten und viele Trainerentlassungen können sich als schlechte Entscheidung herausstellen. Aber ich glaube, dass die Spieler nicht unbedingt jetzt so eine institutionalisierte Entscheidungsbefugnis oder Mitbestimmungsgewalt haben sollten in diesem Fall. Gut. Nächste Frage kommt von @sudo_f. Ein Data Scientist, Friends of Tracking, fand heraus, dass Spieler signifikant seltener von der 16er-Linie auf das Tor schießen, sondern gerne von einem Meter dahinter oder einem Meter davor. Psychologie, Taktik oder Datenerfassungsproblem? Ich habe mir die Grafik auch mal angeschaut. Also es ist ja so, dass quasi die Schusszonen, wie man es bezeichnen möchte, dass die ja doch so kleine Quadrate sind. Das ist immer so kleine Cluster und irgendwie, sagen wir mal, ein Quadratmeter oder wie groß auch immer, ist jetzt so eine Schusszone. Und ja, es ist so, dass diese Quadrate um diese oder die auf der 16er-Linie liegen, ein bisschen heller sind und dadurch also weniger im Schnitt geschossen wird von der Zone aus als von anderen davor und auch dahinter. Kann vielleicht ein bisschen was damit zusammenhängen. Ich würde jetzt sagen, auf einem Bolzplatz irgendwo würde man vielleicht nicht unbedingt von der Linie schießen wollen, weil die meistens dann so eine coole ist. Im Profibereich kann es vielleicht Psychologie sein. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe da noch einen anderen Gedankengang, ich weiß es abschließend auch nicht, dass einfach viele Abwehrreihen, wenn sie sich formieren, ganz hinten in der Innenverteidigung, versuchen sie
die 16er Linie mit als Orientierungshilfe zu nehmen und nicht noch hinter die 16er Linie zu gehen oder eben so ein bisschen, weil man natürlich die sehr gut nutzen kann, dass man quasi alle Verteidiger auf einer Linie hat und nicht einer dann plötzlich das Abseits aufhebt. Das könnte auch eine Rolle spielen, dass einfach die 16er Linie ein bisschen intensiver verteidigt wird und dass man dann nicht so schnell die preisgibt und dass da eben dann auch ein Stürmer vielleicht nicht so frei oder nicht so häufig frei oder gut zum Schuss kommt. Und auch wenn beispielsweise in den Rückraum gespielt wird, dann positionieren sich gerne Spieler ein bisschen vor der 16er Linie. Und auch da, die Verteidiger rücken gerne dann so ein bisschen bis zur 16er Linie raus, um wenigstens diesen Strafraum zu verteidigen. Weil es natürlich auch von der Denkweise her ist. Ich will auch nicht nur, dass ich auf der Abseitslinie quasi, dass die Abseitslinie gerade bleibt und dass eben keiner außer das Abseits aufhebt und dass ich quasi als Linie, als Abwehrlinie in der Innenverteidigung auch wirklich als Linie dann stehe. Das ist das eine. Und zum anderen möchte ich ja ungern Stürmer in den Strafraum lassen. Weil dann ist natürlich bei einem Foul direkt ein Elfmeter und eben nicht mehr nur ein Freistoß. Also die Verteidigung der 16er-Linie hat sicherlich was damit zu tun. Sicherlich, eventuell hat es was damit zu tun, ich weiß es nicht. Ich kann keine abschließende Erklärung dafür finden. Ich habe die Grafik auch gesehen und ich weiß es nicht ganz genau. Kommen wir zur nächsten Frage. Von @m_Kaulisch. Wird sich die Trainerentlassung in Dortmund zu einem Eigentor entwickeln? Wie hoch schätzt du die Wahrscheinlichkeit für das Gelingen der neuen Taktik von Herrn Terzic ein? Ich glaube nicht, dass es ein Eigentor war. Ich glaube, ja, es gibt sicherlich auch Argumente dafür, dass eben Favre hätte bleiben sollen. Ich habe es schon angesprochen, gewisse Werte sprachen auch dafür, dass eben Dortmund vielleicht ein bisschen mehr Pech hatte und dass man sich davon noch hätte erholen können. Absolut. Ich sehe absolut das Argument. Allerdings, Favre hat nicht diese Weiterentwicklung der Mannschaft geschafft. Okay? Die Ergebnisse haben nicht gestimmt. Ich habe das in dem Video auch schon mal besprochen, deswegen möchte ich es auch nicht zu lange ausführen. Ich glaube, die Entlassung war einfach auch damit verbunden, dass man jetzt ein neues Momentum schaffen wollte. Man wollte diesen Bruch schaffen. Man hätte auch Favre noch bis zum Sommer behalten können. Absolut. Was sicherlich vielleicht zum Eigentor werden kann, wenn jetzt Terzic eben nicht diese Leistung bringt und, oder sagen wir nicht die Erfolge bringt, und wenn man eben nicht den passenden Nachfolger findet. Weil natürlich ist es am Ende besser, wie sagt man, Spatzen der Hand als Taube auf dem Dach. Also lieber vielleicht mit Favre arbeiten, als dann gar keinen richtigen Cheftrainer mehr zu haben oder einen, der an sich nicht besser ist als Favre und am Ende hat man nur einen Trainerwechsel geschafft. Und natürlich, was auch noch ein gewisses Eigentor werden kann, die Mannschaft hat am Ende doch schon ein bisschen mit dem Finger auf Favre gezeigt und am Ende wurde Favre entlassen. Das gibt natürlich der Mannschaft so ein bisschen das Gefühl, ah, wir hatten recht oder wir sitzen teilweise vielleicht sogar am längeren Hebel. Also das heißt, auf eine gewisse Art und Weise kann es vielleicht zum Eigentor werden, aber ich sehe auch die Argumente und in der Situation, als Favre entlassen wurde, habe ich absolut auch verstanden, warum das der richtige Schritt war. So. Ansonsten, ich weiß nicht, wir werden sehen. Ich würde bestimmt in der Rückrunde auch nochmal ein Video zum BVB machen. @Asveres fragt, Conte hat zuletzt gesagt, dass die Bundesliga taktisch weniger anspruchsvoll ist als die Serie A und dass Gegner schlechter analysiert werden. Stimmt das? Ich weiß nicht, da müsste man jetzt eine Studie machen und alle Serie A und Bundesligisten und dann die Analytics Departments quasi auseinandernehmen und dann schauen, was da passiert. Ich weiß nicht. Ich weiß eine Sache, die hier eine Rolle spielen kann. Ich habe keine Ahnung, warum sich Conte jetzt dazu äußert und ich weiß nicht, was jetzt der Zusammenhang ist, aber gut. Ich glaube, dass die Serie A, teilweise sind die Mannschaften der Serie A leichter zu analysieren. Die Mannschaften spielen sehr strukturiert, sehr methodisch zum Teil. Du weißt genau oder du weißt häufig, was du zu erwarten hast. Deshalb haben zum Beispiel auch intelligente Verteidiger, die vielleicht nicht mehr die Athletik mitbringen in der Serie A, um häufig noch einen guten Stand. In der Bundesliga ist das ein bisschen chaotischer. Gerade auch bei der Arbeit gegen den Ball, das Pressing, da gibt es Überraschungen. Das ist schwerer zu scouten, das ist schwerer zu analysieren. Also das kann sicherlich eine Rolle spielen. Es ist aus meiner Sicht leichter, den Gegner zu beobachten und gewisse Schlussfolgerungen aus den Beobachtungen zu ziehen in Italien als in Deutschland. Das wäre eventuell ein Faktor. Ich weiß es ansonsten nicht. Ich weiß nicht, was Conte damit genau gemeint hat. Vielleicht wollte er einfach auch nur mal eine Spitze gegen die Bundesliga verteilen. Ich meine, immerhin, die Serie A ist eine Liga. Und an sich auch ist Antonio Conte natürlich schon auch eine streitbare Figur. Wer das nicht glaubt, sollte sich am besten nochmal das Video aus dem Europa-League-Finale anschauen und seine Auseinandersetzung mit Eva Banega. Köstlich.
großartiges Entertainment. Ed Marincura fragt, welche strukturellen Vorteile besitzt die Premier League gegenüber der Bundesliga in der Vermarktung? Natürlich, jeder weiß, die TV-Rechte, man bekommt in der Premier League einfach mehr Geld. Es gibt höhere TV-Gelder, die gezahlt werden. Es gibt sicherlich den Vorteil, man ist englischsprachig, also die Anknüpfung an andere Märkte ist einfach. Das ist in der Bundesliga ein bisschen schwieriger. Das spielt auch eine Rolle auf alle Fälle. Das ist eine gewichtige Rolle aus meiner Sicht. Was ist aber in der Vermarktung vielleicht besser bei der Premier League? Abgesehen davon, dass man vielleicht, also ich will jetzt nicht in diese Details gehen, wie man die Liga darstellt, was PR betrifft und was Werbung betrifft und was auch so Branding betrifft. Also da kann man sich jetzt wirklich lange drüber streiten, was besser ist. Und ich glaube, die Bundesliga macht da schon sehr viel. Und auch nicht, also es ist keine Amateurliga in dieser Richtung. Ich glaube, was ein Vorteil ist in der Premier League ist, dass sagen wir, die Stardichte im Mittelfeld ist höher. Das heißt, auch Mittelfeldvereine haben hier und da den einen oder anderen Star, der sich sehr gut vermarkten lässt. Zudem ist die Premier League in mehr außereuropäischen oder sagen wir mal außerwesteuropäischen Märkten präsent, weil eben auch die Internationalität der Premier League sehr, sehr hoch ist. Da habe ich eben dann jemanden wie Zocek von West Ham und direkt habe ich die Tschechen, die sich dann für den Verein West Ham interessieren, weil einer der besten Tschechen dann eben bei West Ham spielt. Ich habe Almiron bei Newcastle. Direkt habe ich in Paraguay viel mehr Aufmerksamkeit. Oder ich habe bei Leicester Soyuncu und Ündoğan. Direkt habe ich auch natürlich mehr Aufmerksamkeit in der Türkei für Leicester City. Also weil diese Internationalität so groß ist, weil es jetzt Mittelfeldteams, die nun weit weg davon sind, um die Champions League-Ränge mitzuspielen oder um die Meisterschaft, Gott bewahre, da habe ich trotzdem Vermarktungspotenzial. Die haben den einen oder anderen Topspieler dann, den einen oder anderen Nationalmannschaftskapitän, den einen oder anderen Führungsspieler oder den einen oder anderen Starspieler aus einem kleineren Land. Und direkt habe ich den Markt da und direkt habe ich die Aufmerksamkeit, direkt wollen die Leute die Premier League schauen. Und das wird auch weitergehen. Also ich meine, wir wollen jetzt nicht lange spekulieren, aber es kann gut sein, dass zum Beispiel die nächste Station von jemandem wie Szoboszlai wird dann eventuell England sein. Ja, das könnte passieren. Formulieren wir es mal so. Und schon habe ich den ungarischen Markt, der ja schon durch Zoltán Gera erschlossen wurde in gewisser Weise. Was man ja auch immer wieder hört in solchen kleineren Fußballnationen, dass viele, viele Spieler wollen gerne einmal in England spielen, weil sie die Premier League kennen aus ihre Jugendzeit, weil da ein großer Star des Landes in der Premier League war. Und weil sie die Premier League so faszinierend fanden. Und das betrifft ja dann nicht nur diesen einzelnen Spieler, der darüber erzählt in Zeitungsinterviews etc., sondern das betrifft ja dann sehr, sehr viele, auch viele Fans, die finden die Premier League sehr, sehr ansprechend. Also auch die anderen, die mit diesem Spieler aufgewachsen sind, der das dann später mal sagt, dass er unbedingt nach England möchte, auch die haben sicherlich eine Faszination für die Premier League entwickelt. Also man erschließt sehr, sehr viele Märkte, sehr viele kleine Märkte und das setzt sich dann zusammen und dadurch ist man präsent auf allen Kontinenten. Das kommt hinzu. Also ich habe jetzt angesprochen, Paraguay beispielsweise, Tschechien, in China ist man natürlich sehr präsent, Japan, Türkei, so im nordafrikanischen Raum, im Nahostraum, in Indien. In den USA ja sowieso, wegen der Verbindung Großbritannien, USA und so weiter. Also diese Präsenz ist einfach ungemein vorhanden. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. @postdienst41 fragt, wie siehst du die Entwicklung der jungen Spieler beim FC Barcelona? Vielleicht doch Hoffnung? Das möchte ich ganz kurz machen. Ja, an sich Fatih sicherlich eines der Top-Talente, Petri eventuell, wobei ich nicht hundertprozentig überzeugt. Aber Puig spielt keine Rolle aktuell und das bringt mich auch auf den größten Faktor. Koeman, schwacher Barca-Trainer, manche sagen der schwächste Barca-Trainer in den letzten 30 Jahren. Ich will mal nicht so weit gehen, aber wenn ich mir die Liste der Barca-Trainer anschaue, dann ja, Koeman ist mit dabei. Also die können noch gerne einige Jugendspieler jetzt rausholen. La Masia bringt auch wieder mehr gute Talente nach oben. Aber das reicht nicht. Das reicht einfach nicht, wenn der Trainer diese nicht fördert. Und aus meiner Sicht braucht es da nochmal einen radikaleren Schnitt mit einem anderen Trainer. Und man muss natürlich auch den Talenten einige Zeit geben.
Ja, Fatih ist, ich will jetzt nicht sagen Jahrhunderttalent, aber sicherlich ein sehr, sehr großes Talent. Es reicht natürlich nicht. Barca wird eventuell in die Lage kommen, dass sie auch mehr auf die Jugendspieler setzen müssen, weil an sich die finanziellen Ressourcen nicht mehr so da sind, um jetzt groß einzukaufen. Also, das ist vielleicht mal eine kurze Antwort auf die Frage. Nächste Frage wäre, @Ottensheim 5000 fragt, sollte sich Bremen von Baumann trennen? Gründe dafür gäbe es genug, keine echten Verstärkungen, Kaufpflicht von Selke im Sommer etc. Absolute Zustimmung, ich will jetzt nicht irgendwie dafür werben, dass jemand entlassen werden sollte, aber ja, also die Transferpolitik ist fragwürdig, es gab keinen Ersatz für Klaassen, auch insgesamt, also der Kader ist sehr auf Kante genäht, aber gerade eben nochmal jemanden wie Klaassen abzugeben, kurz vor dem Ende der Transferperiode, dann keinen Ersatz in petto zu haben, das geht nicht. Und ansonsten auch Verletzungen spielen immer eine große Rolle bei Bremen. Fitness spielt eine große Rolle. Es geht schon Jahre so und man hat nicht dafür gesorgt, da Verbesserungen herbeizuführen. Das ist ein großes Problem. Und da muss auch Baumann mit dafür verantwortlich gemacht werden. Nicht als einziger, aber er spielt da eine Rolle. Und deshalb muss man die Personalie Baumann langsam mal deutlich hinterfragen. Nächste Frage. Und zugleich die letzte Frage. @DanielHai11 fragt, wer ist für dich der unterbewerteste Spieler der Bundesliga? Ich hätte jetzt wahrscheinlich vor kurzem noch gesagt Baumgartlinger, weil einfach ich den sehr unterbewertet fand, aber jetzt hat Leverkusen diesen Aufschwung gehabt, jetzt ist Baumgartlinger ja schon irgendwie stärker im Fokus und wird auch irgendwie mehr als sehr guter Sechser akzeptiert. Deshalb bin ich mir da nicht mehr ganz so sicher, ob jetzt Baumgartlinger die richtige Antwort wäre. Deshalb sage ich mal, Mahmoud Dahoud wäre jemand, den ich als sehr unterbewertet ansehe. Auch der hat jetzt zuletzt ja ein bisschen mehr Einsatzzeit bekommen und auch ein bisschen dann auch natürlich mehr Aufmerksamkeit gehabt, positive Aufmerksamkeit. Und Alfred Finnbogason wäre noch jemand, den ich für sehr unterbewertet halte in der Bundesliga. Also, das wären so die Ideen, die ich jetzt also hätte. Ansonsten gibt es sicherlich den einen oder anderen, aber das wären jetzt so drei Namen, die mir einfallen würden, weil ich die für Top-Spieler halte oder für mehr oder weniger Top-Spieler halte und die aus dem einen oder anderen Grund eben nicht diese Reputation haben. Klar, bei Finnbogason sind es auch Verletzungen. Dahoud hat auch nicht immer so stark gespielt, ja, das stimmt auch. Baumgartlinger ist sicherlich auch jemand, der ein bisschen auch limitiert ist zum Teil, aber das wären jetzt so drei, die mir einfallen würden. Ja, also es gibt sicherlich auch noch andere. Daniel, mein Name Daniel hat, glaube ich, sogar gesagt, dass Guerrero zählt nicht. Weil Guerrero wäre jetzt vielleicht auch jemand, der ein bisschen unterbewertet ist. Aber wobei ich das gar nicht mehr so sehe. Ich glaube, der hat zum Beispiel jetzt eine sehr gute Reputation entwickelt. Und viele wissen ganz genau, was Guerrero bringt und wie wichtig er auch für den BVB ist. Gerade wenn er dann auch fehlt, wird das ja nochmal deutlicher. Okay, das war wie gesagt die letzte Frage. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ging natürlich wieder relativ lang, wieder sehr viele Fragen. Ich habe mir schon überlegt, ich werde vielleicht diese Videos, diese Q&A-Videos jetzt häufiger machen, dann mit ein paar weniger Fragen, ein bisschen kürzer. Das funktioniert ganz gut. Ich weiß, dass die sehr gut ankommen. Mir macht es auch Spaß. Ich kann ein bisschen auch aus der Hüfte geschossen heraus natürlich beantworten. Ich hoffe, es verzeiht mir jeder, dass vielleicht nicht alles ganz so fundiert ist, weil natürlich ich auch nicht jede Frage jetzt mit einer 10-minütigen Antwort dann beantworten kann. Das funktioniert nicht, aber ansonsten gerne. Ich wünsche Ihnen allen guten Start auch ins neue Jahr. Wie immer, like das Video, abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Schaut euch ja gerne die Mitgliederangebote an. Und ansonsten, ja, bleibt einfach dem Kanal treu und wir sehen uns dann im kommenden Jahr, im neuen Jahr.